Ach so, wir können auch probieren, ob Sie die Mikrofone anlassen. Seid live. Ja, herzlich willkommen zu unserem virtuellen Studio öffentliche Gesprächsreihe Kultur, Corona, Nachhaltigkeit. Wie geht es zusammen? Virtuell meint, jeder hat sein eigenes Studio. Wir sind hier verknüpft, aber so ist es. Die große Chance besteht ja, dass wir uns relativ unkompliziert hier treffen können. Auch herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal unseren Gästen. Wir können Sie leider nicht sehen. Wir spüren Sie nur. Sie sind herzlich eingeladen, nicht nur zuzuhören, sondern auch den Chat zu benutzen und dann unseren Gästen auch Fragen zu stellen. Die Redaktion reicht uns das hier weiter und wir haben da ein Auge drauf und versuchen das dann nicht ganz so frontal zu handhaben. Erstmal ein herzliches Willkommen auch hier vor Ort. Ich möchte Ihnen unsere Gäste vorstellen. Zu meiner Seite, also rechts, sitzt Herr Bauer Friedrich, Direktor des Kunstmuseums Moritzburg in Halle. Links daneben sitzt Wolfgang Aldag. Ich sage zu Ihnen allen dann noch ein paar Worte und Sie stellen sich ja dann auch selber noch mal vor. Wolfgang Aldag, der bundesgrüne Abgeordnete im Landtag, Sprecher für Bildung, Kultur, Umwelt und Naturschutz. Darunter bei mir jetzt, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, sitzt Dani Könnecke, Geschäftsführer vom Museumsverband Sachsen-Anhalt und daneben Frau Dr. Nadine Pantaleon vom Bördemuseum Ubendorf, Burg Ubendorf. Genau, ich noch ein paar kurze Ansagen zum Ablauf. Wir haben das ja so ein bisschen dreigeteilt, so wie die Überschrift es auch vermuten lässt. Erst sprechen wir zur Kultur. Ihre Häuser sind uns vielen bekannt, aber Sie sagen kurz, wo Sie hinwollen und was Ihre großen Pläne sind mit und nach Corona. Danach schwenken wir über, wie können wir mit dieser Situation Corona umgehen? Wie handhaben wir es am besten? Was nehmen wir mit in die Zukunft? Und vielleicht nicht messerscharf immer zu trennen, aber dann wechseln wir zum Thema Nachhaltigkeit, Museum und Nachhaltigkeit. Was bedeutet das? Und was braucht es da auch an Unterstützung von Politik und Verwaltung? Ich denke mal, dass wir so in ungefähr 1,5 Stunden eine Menge Gedanken gesammelt haben. Wir gucken nicht genau auf die Uhr, aber es soll ja auch für alle noch interessant und spannend bleiben. Und wir werden auch im Nachgang dann nochmal, wenn der ein oder Gedanke auftaucht, im Gespräch bleiben. Wolfgang Aldag steht für Sie und für euch zur Verfügung, auch für Anmerkungen und weitere Gedanken. Ich glaube, das war jetzt mal so der Technikblock. Ich gucke. Nee, auf meinen. Genau. So. Ich würde einfach mal höflichkeitshalber mit Frau Nadine Pantaleon anfangen. Sie sind seit 2014 die Leiterin des Bördemuseums Burg Ummendorf. Sie sind gewechselt aus dem recht dicht besiedelten Ruhrpott zu uns in die Börde, wo es ein bisschen mehr Luft gibt. Und Sie haben da ein sehr charmantes Haus unter sich, ein Denkmal und mit einem schönen Außenbereich. Vielleicht noch ein paar Worte zu Ihnen. Sie haben Archäologie studiert, promoviert über Kratere der archaischen Zeit. Ich habe es mal geschaut, das sind Weingefäße, ja, keramische Weingefäße aus dem 7., 6. Jahrhundert vor Christi. Also das passt gut zur Kultur. Sie haben auch 10 Jahre bei Grabung mitgearbeitet, bei einem Forschungsprojekt der Deutschen Forschungsgesellschaft, waren Lehrbeauftragte in Bochum, haben Museumserfahrungen auch bei der Zeche Nachtigall und sie sind jetzt parallel zu ihrer Leitungstätigkeit unter anderem Mitglied im Beirat des UNESCO Global Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen. Sie bringen also eine ganze Menge Perspektiven hier ein und eine ganze Menge Blickwinkel. So, wir sind neugierig, wie sehen Sie Ihr Haus und wo möchten Sie hin? Was brennt Ihnen auf dem Herzen? Ja, erstmal vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ja, das Bördemuseum vielleicht einfach mal ganz allgemein. Also wir liegen in der Magdeburger Börde. Das ist so rund 40 Kilometer
westlich von Magdeburg, kurz vor der Grenze Richtung Niedersachsen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal so allgemein ein Einzugsgebiet, der Sachsen-Anhalt und auch Niedersachsen vor allem so umfasst. Wir sind ein Regionalmuseum in Trägerschaft des Landkreises Börde. Sind insgesamt, also ich würde uns einfach mal so als kleines bis mittleres Haus definieren. Das heißt, also wir haben 11 Mitarbeiter, meine Person einschließlich, die das Haus komplett bewirtschaftet, soll heißen, da geht es dann sowohl um die Außenanlage, Gartenbereich, Restaurierung, wie auch wissenschaftliches Personal. Ja, wir sind im Augenblick, also wir haben aufgrund, dass die Notbremse ja morgen für den Landkreis Börde endet, dürfen wir morgen wieder öffnen, werden das auch tun. Das heißt, wir können jetzt zumindest auch dann über Pfingsten denjenigen, die noch Urlaub haben oder die frei generell haben, ein Angebot im Außenbereich zur Verfügung stellen. Ansonsten sind unsere Innenräume, also wir sind gerade in der Dauerausstellung für eine Sanierung geschlossen. Das heißt, nur das Außengelände, Landtechnikhalle, beziehungsweise Skulpturengarten, Kräutergarten mit 400 Pflanzen, also da haben wir schon einiges zu bieten, sind geöffnet. Innen, wie gesagt, nicht. Ansonsten, ja, die Sanierung schreitet voran, möchte ich einfach mal sagen. Und wir avisieren da eine Öffnung Ende nächsten Jahres. Ja, das wäre es jetzt erstmal so in einer Grobskizze des Börde-Museums. Vielen Dank. Wir kommen ja auch gleich noch detaillierter ins Gespräch. Dann, Herr Bauer-Friedrich, auch Sie seit 2014 Direktor des Kunstmuseums Moritzburg-Halle, gebürtig in Dessau, haben Sie in Leipzig studiert, Kunstgeschichte, Germanistik, parallel auch am Museum schon gearbeitet, im Stadtgeschichtlichen Museum, sind dann zur Stiftung Bauhaus Dessau gegangen, haben in London für Galerien gearbeitet und dann auch in Chemnitz an der Kunstsammlung, bevor Sie jetzt nach Halle gekommen sind. Und Sie haben ja in den letzten Jahren auch die Strahlkraft des Hauses ein bisschen überregional auch befeuert. Und wir sind gespannt, was Sie jetzt an einem kurzen Statement mal sagen. Ja, vielen Dank für die Einladung, fürs Mitdiskutieren dürfen zum Haus selber. Ein altehrwürdiges Haus, insofern was die bürgerlichen Gründungen von Kunst oder von Museen allgemein angeht. Ja, schon 1885 gegründet, also über 130 Jahre Museumsgeschichte, beschäftigen uns hier auch wirklich immer wieder bei unserer Arbeit. Und Sie sagten es schon, in den unmittelbar jüngst vergangenen Jahren war mein großes Ziel, das Haus wieder stärker regional, national und eigentlich auch international zu öffnen bzw. zu platzieren. Das ist uns, glaube ich, wirklich ganz gut gelungen jetzt mit den großen Ausstellungen, die wirklich ein überregionales bis internationales Interesse bzw. Wahrnehmung erzielt haben. So der Durchbruch war dann vor allen Dingen die große Klimt-Ausstellung 2018 zum 100. Geburtstag von Gustav Klimt. Ja, Lagerfeld, das war dann, ich sage immer, das ungeplant richtige Projekt im etwas außergewöhnlichen Jahr 2020, weil insofern ungeplant richtig, es war ein Projekt, was speziell für mein Haus, was wir entwickelt haben und keine Folgestation hatte, sodass wir es theoretisch hätten unbegrenzt immer wieder verlängern können. Aber irgendwann ist dann, glaube ich, auch bei allen Lagerfeld-Freunden die Luft raus gewesen und wollten wir natürlich auch mal wieder was Neues vorbereiten. Wo wollen wir hin? Wo will ich hin mit dem Haus? Wir haben jetzt in den letzten Jahren etwas, was mir sehr wichtig ist, stark gemacht und präsent gemacht, nämlich unsere Sammlung. Denn Museen definieren sich zu einem grundlegenden Bestandteil über ihre Sammlungen. Erst dann ist ein Museum und nicht nur eine Ausstellungshalle. Und die war viele Jahre, Jahrzehnte aus Platzgründen auch gar nicht präsent. Die ist jetzt präsent mit dem Ergebnis, dass wir gar keine Flächen mehr haben, wo wir noch groß was Neues entwickeln können, sodass ich große Hoffnungen, Visionen habe, das Haus auch baulich weiterzuentwickeln, um auf der einen Seite eben die großen Sonderausstellungsprojekte weiterzufahren, quasi Menschen nach Sachsen-Anhalt, nach Halle zu locken und gleichzeitig aber auch das Haus zu einem wichtigen Museum quasi als interaktiver Ort im 21. Jahrhundert zu machen. Vielen Dank. Herr König, jetzt haben wir zwei Pole hier schon vertreten, den ländlichen Raum und so ein Highlight in Halle.
Sie als Geschäftsführer des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt seit dem Januar, 1. Januar diesen Jahres vertreten die gesamte Museumslandschaft unseres Bundeslandes. Sie kommen hier aus der Region, sind hier aufgewachsen, haben hier viel gearbeitet, waren zuletzt aber in Bayern, unter anderem beim Deutschen Museum Nürnberg, beim Zukunftsmuseum, was ja nun wirklich nochmal ein ganz anderes Level an Aufwand und Konzept beinhaltet. Und genau, was sind Ihre Pläne, Ihre Gedanken jetzt hier als Vertreter von allen Magdeburger Museen, Magdeburger, Entschuldigung, Sachsen-Anhalt-Museen? Sorry. Auch von mir herzlichen Dank für die Einladung. Wir als Museumsverband sehen uns im Grunde genommen als Beratungseinrichtung in zwei Richtungen. Einmal in die Museumslandschaft selbst hinein. Das heißt, wir beraten die Museen, vor allen Dingen bei Fördermitteln, aber auch bei Projekten, bei museumsfachlichen Fragen. Das ist, bei manchen Museen ist das weniger notwendig, bei manchen Museen ist das mehr notwendig. Das ist ganz unterschiedlich. Und unsere zweite Richtung ist das Land Sachsen-Anhalt. Wir beraten also auch das Kulturministerium, die Staatskanzlei, auch bei Förderfragen oder auch bei der Entwicklung der Museumslandschaft oder auch jetzt ganz aktuell bei Corona-Hilfen und Ähnlichem. Wir sind da auch ganz froh drüber, dass wir da eingebunden sind. Glaube, das ist auch fürs Land ganz positiv und auch für die Museumslandschaft, weil wir so die Probleme nicht eins zu eins, aber zumindest direkter in Magdeburg vortragen können. Und wir haben auch eigene Projekte. Wir haben seit Jahren ein Projekt zur Provenienzforschung. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wir haben jetzt aktuell ein Projekt mit dem Namen eCulture, wo es um digitale Strategien geht. Und wir wollen auch künftig, das schließt jetzt vielleicht an Herrn Bauern Friedrich an, uns auch künftig dem Thema Sammeln und Entsammeln etwas stärker widmen, versuchen auch ein Projekt mit dem Land zu machen. Wo wir hinwollen, ist immer so eine Sache, weil wir ja aus der Museumslandschaft heraus agieren. Das heißt, die Museumslandschaft sagt uns eigentlich, wo sie gern hinwollen würde. Und wir versuchen das entsprechend zu transportieren und zu unterstützen. Ich persönlich hätte gerne, das schließt, glaube ich, auch daran an, was die Kollegin und der Kollege gesagt haben, ich persönlich hätte gerne, dass wir Museen stärker ausrichten als Orte von Diskurs, eben nicht nur über Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch über Zukunft. Und das hilft mir, da hilft mir dann wieder meine eigene Vergangenheit im Zukunftsmuseum, das ja auch ein Projekt ganz eigener Art ist, sowohl inhaltlich, konzeptionell als auch finanziell von den Mitteln, die da verbaut worden sind, könnte man die Museumslandschaft hier ein paar Jahre betreiben. Aber das sind auch andere Dimensionen dort. Ja, da kommen wir gleich dann nachher auch in unserem zweiten Teil auf jeden Fall zurück zum Thema Neubau, Bauen im Sammeln und Bauen und Arbeiten im Bestand. Ja, vielen Dank auch Ihnen. Dann zu Wolfgang Aldag, unserem Abgeordneten Bündnis 90 Grüne im Landtag. Und wie das in kleinen Fraktionen üblich ist, nicht nur mit einem Ressort, sondern gleich mit dreien: Kultur, Bildung und eben auch Klima, Natur und Umweltschutz. Und mit Kultur und Bildung auch gleich zwei richtig schwierige Themen, wo im letzten Jahr wahrscheinlich sehr, sehr viele Bauchschmerzen aufgetreten sind und wo man jetzt sagen muss, die Entscheidung wollen viele nicht treffen, die ihr dann auch treffen musstet. Vielleicht noch zu dir, du bist in Stuttgart, kommst aus Stuttgart, bist dort geboren, hast aber in den 90ern hier in Bernburg Landespflege studiert und bist seitdem hier vor Ort als Garten- und Landschaftsarchitekt, später auch mit einem eigenen Planungsbüro und dann Anfang der 2000er in die Politik so langsam reingegangen als sachkundiger Einwohner und jetzt seit 2016, seit der letzten Legislatur, eben Abgeordneter im Landtag. Genau, ja, vielleicht sagst du ein paar Worte von deiner Seite und genau. Na klar, vielen Dank erstmal für die liebe Vorstellung. Alles richtig gewesen, mein Werdegang und auch hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dass diese Runde heute zustande kommt, genauso wie die anderen Gespräche, die wir schon geführt haben oder noch führen. Für mich als kulturpolitischer Sprecher unserer Fraktion wirklich ein wichtiges Format, um eben den Austausch zu haben.
Ja, Kultur und Bildung, das sind in den letzten 5 Jahren keine einfachen Felder gewesen, aber ich finde es auch sehr schöne Felder. Also Bildung und Kultur ist immer ein spannendes Thema. Was man dazu sagen muss, wir sind eine kleine Fraktion, aber der Vorteil einer kleinen Fraktion ist natürlich auch, dass man viele Aufgaben hat und viel Regionen auch betreuen darf und damit natürlich auch viel im Land rumkommt. Und so war es mir auch gegeben, dass ich neben Halle als meine, sag ich mal, Homebase auch den Harz und Mansfeld-Südharz, den gesamten Landkreis, sag ich mal, betreuen durfte und dann natürlich auch die vielfältige Kulturlandschaft, die es auch im ländlichen Raum gibt, natürlich kennenzulernen, ohne jetzt da, sag ich mal, die Vollständigkeit herstellen zu können. Das ist doch ein bisschen schwierig in den 5 Jahren. Aber ich habe schon einen guten Einblick in den letzten 5 Jahren gekriegt, was eben alles für Institutionen gibt. Und bin natürlich immer an einem Austausch interessiert, gerade jetzt, einmal in den Zeiten, wo wir uns doch über lange Zeiträume einfach nicht sehen konnten, wo man sich auch nicht austauschen kann, wo man nicht zu Ausstellungseröffnungen zusammenkommt, ist das mir heute ein ganz, ganz wichtiger Termin, um mich mit Ihnen auszutauschen. Wie machen wir nach der Pandemie weiter? Die Zahlen haben wir gerade schon erwähnt, die gehen jetzt langsam runter. Erste Öffnungsszenarien stehen an. Und das ist für uns natürlich in Politik wichtig. Was müssen wir oder können wir zur Seite stellen an die Institutionen, um jetzt wieder einen guten Start hinzukriegen? Und da freue ich mich heute auf den Input, auch natürlich auf das Thema Nachhaltigkeit. Ist auch ein ganz spannendes Thema in der Kunst- und Kulturszene. Wir hatten das letztens bei der Musik. Da ist das ein großes Thema. Und ich glaube, das geht so quer durch die gesamte Kulturszene durch, dass man sich auch da mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Und auch da bin ich sehr gespannt und freue mich auf den Input von Ihnen. Vielen Dank, Wolfgang. Ja, Frau Dr. Panteleon, wir hatten ja im Vorgespräch auch uns schon ein bisschen unterhalten. Sie haben das Glück oder Pech, dass Sie gerade umbauen und gar nicht die Sammlung zeigen können. Aber das ist jetzt ja auch gar nicht so schlecht. Allerdings generieren Sie ja auch etliche Gelder durch Veranstaltungen und das sah natürlich im letzten Jahr dann auch nicht so gut bei Ihnen aus. Wie planen Sie jetzt mittelfristig, kurz und mittelfristig den nächsten Sommer? Was machen Sie? Naja, Plan ist ehrlich gesagt gerade ein bisschen schwierig. Wir haben heute tatsächlich die Entscheidung treffen müssen, dass wir unsere nächste oder eigentlich größere Veranstaltung am 7. Juni abgesagt haben, weil wir gesagt haben, es kommt jetzt nächste Woche die neue Entscheidung raus, aber dann ist wieder die Frage, was steht drin? Innerhalb von 2 Wochen ist das nicht umsetzbar. Wir sprechen jetzt, wir bleiben dann mit unseren Ausstellern, mit unseren Händlern im Gespräch und gucken, ob wir dann die Veranstaltung dann im Juli nachholen können. Das ist natürlich die eine Möglichkeit. Ansonsten laufen wir ähnlich wie im letzten Jahr ein Sparprogramm. Also große Veranstaltungen haben wir generell nicht gemacht. Soll heißen, unsere Großveranstaltungen sind so zwischen 1.000 und 3.000 Besuchern, so an einem Tag bis zum Wochenende, wo wir dann sagen, nee, das ist nicht vertretbar. Das kriegen wir, konnten wir auch mit den, das macht ja auch sowieso keinen Sinn, beziehungsweise war zeitweise, oder war ja auch gar nicht erlaubt. Kleinere Sachen wie Konzerte mit 100 Leuten oder 150 Leuten haben wir auch im vergangenen Jahr gemacht. Wenn die Zahlen es ermöglichen, würden wir das eine oder andere vielleicht auch in diesem Jahr machen. Dann müssen wir so ein bisschen flexibel bleiben. Wir sind eigentlich, also wir sind gut aufgehoben beim Kreis. Also wir konnten gut weiterarbeiten. Wir haben dann tatsächlich unsere Kraft und Zeit in die Sammlung investiert, so es möglich war. Auch bei uns ist natürlich Homeoffice, so wie in vielen anderen Bereichen, zeitweise auch dann gewesen, wo man dann die Arbeiten eher da, wo es möglich ist, auf Schreibtischarbeit verlagert hat. Aber naja, und wie gesagt, mit der neuen Dauerausstellung wird uns sowieso nicht langweilig. Aber jetzt hoffen wir erstmal, dass es sich wieder ein bisschen beruhigt und durch die Impfkampagne dann auch noch flacher wird, die Zahlen. Herr Könnecke, Sie sagten, dass Sie auch Museen beraten, auch jetzt gerade in der schwierigen Corona-Situation. Wir haben jetzt 2 kommunale Häuser hier. Wie sieht's aus bei den Kolleginnen und Kollegen, die auch kleine private Museen haben oder Heimatstubenvereine? Vielleicht können Sie dazu was sagen.
Ich glaube, der Herr Bauer Friedrich ist kein kommunales Museum, Oh, weil er und zur ich würde mich. Kulturstiftung zählt. Ich weiß aber nicht, was er da jetzt als besser empfände. Wir waren mal kommunal. Schon eine Weile Ist her. eine Weile her, genau, seit 96 nicht mehr. Aber zur Frage, die Situation ist, glaube ich, für alle Museen gleich, wobei ich glaube, dass die kommunalen Museen derzeit noch nicht die großen Probleme haben, weil sie einfach kommunal abgesichert sind, während vereins- und ehrenamtlich geführte Museen, auch private Museen, auch GmbHs und auch die Stiftungen, so sie nicht Landesstiftungen sind, deutlich größere Probleme haben, finanzieller Art. Dass man nicht Besucherinnen und Besucher empfangen kann. Ich glaube, das Problem ist für alle gleich. Das ist für alle ein harter Schlag, weil man eben Ausstellungen vorbereitet hat, Veranstaltungen vorbereitet hat, Vermittlungsprogramme hat, die jetzt nicht abgerufen werden, die nicht gezeigt werden dürfen. Ich glaube, das ist für alle Museen gleich schwierig. Die finanzielle Situation, glaube ich, ist bei vereinsgeführten Museen etwas schwieriger. Das Land bereitet da ja eine entsprechende Hilfe vor. Ich glaube, dass die zielführend ist. Weiß nicht genau, wie es momentan für GmbHs und Stiftungen aussieht. Die haben ja oft auch Verluste im fünf- und sechsstelligen Bereich, die schon sehr hart sind. Also diese Verluste, die hat der Bauer Friedrich natürlich auch, aber er ist über die Landesstiftung etwas anders abgesichert. Also die Situation ist eigentlich überall nicht schön. Auf der anderen Seite hat Corona eben auch in Deutschland, glaube ich, über 80.000 Menschenleben gefordert. Von daher, glaube ich, relativiert sich einiges wieder ein bisschen. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Museumslandschaft hierzulande nicht so stark getroffen ist wie zum Beispiel die freie Theaterszene, die ja deutlich schlechter abgesichert ist als wir. Herr Bauer Friedrich, Sie dürfen gleich anschließen. Ja, vielleicht ganz kurz was zur Trägerschaft, weil die ist wirklich in der Tat etwas komplizierter. Wir waren eben bis 1996 ein kommunales Museum, also 1885 eben gegründet als Museum der Stadt Halle. Dann kam die direkte Landesträgerschaft und 2003 die Stiftungsgründung, also die Stiftung Moritzburg. Seit 2014 sind wir dann Teil der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, der heute so heißenden. Damals war es noch die Stiftung Dom und Schlösser in Sachsen-Anhalt. In der Tat über den quasi großen Stiftungsverband einer ja grundsätzlich landesfinanzierten Stiftung sind wir oder ist mein Haus, das Kunstmuseum Moritzburg, erstmal abgesichert. Aber wir reden in der Tat in der gesamten Stiftung nicht nur über eine sechsstellige, sondern durchaus über eine kleine siebenstellige Summe, was zu kompensieren war im Jahr 2020. Da hat uns das Land auch glücklicherweise, dankenswerterweise geholfen, sodass wir mit einem blauen Auge für das Jahr 2020 davongekommen sind. Wie das sich 21 jetzt entwickelt, müssen wir schauen. Ich habe gerade mal gerechnet, also seit März 2020, als wir zugemacht haben, wir hatten ja am 7. März 2020 gerade noch unsere Lagerfeldausstellung eröffnet und 6 Tage später kam dann der erste Lockdown. Sind also 14 Monate vergangen und von diesen 14 Monaten hatte ich 9,5 Monate geschlossen. Also da können Sie sich vorstellen, was das dann heißt, gerade mit einer Ausstellung wie eben Lagerfeld, wo ich schon das ehrgeizige Ziel hatte, endlich auch einmal nur mit einer einzigen Sonderausstellung die sechsstellige Zahl zu durchbrechen, also über 100.000 Besucher. Ich bin mir auch sehr sicher, das hätten wir geschafft, hätten wir nicht Corona erlebt. Aber ich habe es ja im Vorgespräch auch schon gesagt, also ich darf eigentlich nicht jammern, wenn ich das auch quasi so in die breite Fläche der Museumslandschaft und wenn man dann noch die freie Szene dazu nimmt, ausbreite, dann ist das Jammern auf höchstem Niveau, wenn wir 50.000 Besucher in diesen 4,5 Monaten, die wir dann nur offen hatten im vergangenen Jahr, empfangen konnten. Das trifft, glaube ich, in der Tat, so wie es Herr Könnecke sagte, die ja, vereinsgeführten, privat geführten Museen und ganz massiv vor allen Dingen die freie Szene, die Theaterszene, die Veranstaltungsbranche wesentlich massiver als uns kommunal oder staatlich getragene Einrichtungen. Wolfgang, wolltest du was zu den Finanzen auch nochmal Ja, nachfragen? ich wollte da nochmal dran einhaken, auch schon bei Herrn Könnecke. Also erstmal nehme ich mal wahr, dass es erstmal, sage ich mal, den Museen, die jetzt in kommunaler Hand sind oder auch in Stiftungen untergebracht sind, dass man da erstmal safe ist einigermaßen. Natürlich ist es nicht schön. Trotzdem kann ich mir gerade bei den kommunalen Museen natürlich schon auch vorstellen, man rechnet ja in den Haushalten natürlich immer auch mit den Einnahmen und die sind komplett weg. Das heißt, es klafft ein Loch natürlich, das gerade in den kommunalen Museen natürlich auch von den Kommunen dann aufgefüllt werden muss. Jetzt wissen wir ja alle auch natürlich, dass bei den Kommunen auch nicht
sage ich mal, die Kassen voll sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Schwierigkeiten mit sich bringt. Auch immer Stichwort die Diskussion, ne? Also Kultur, ist das Pflichtaufgabe oder ist es freiwillige Leistung? Ist ja auch ein großes Thema, das wir auch in unserem Wahlprogramm nochmal klar bejaht haben. Für uns ist Kultur eigentlich staatliche Pflichtaufgabe und da müssen wir eigentlich hinkommen, dass wir eben das auch ganz klar in den Haushalten abgesichert haben und es nicht immer als freiwillige Leistung abtun. Aber da nochmal die Nachfrage, gibt es da jetzt von Ihrer Seite, Herr König, im Museumsverband jetzt die Rückmeldungen, dass die Kommunen da natürlich schon Schwierigkeiten haben und dass man da als Land auch eventuell die Kommunen, sage ich mal, finanziell nochmal nachträglich entlasten werden muss, damit sie eben diese, sage ich mal, doch Aufgaben oder diese Löcher dann natürlich auch, sage ich mal, mit stopfen können, die ja durchaus entstehen. Also es wird sicher in den nächsten Jahren so sein, dass die Kommunen Einsparungen vornehmen müssen. Die werden auch den Kulturbereich treffen. Die Einnahmen der Museen sind in aller Regel ja nicht kostendeckend für die Ausgaben, sondern es gibt ja ein, ich will es gar nicht Missverhältnis nennen, aber es gibt einen großen, die Schere geht weit auseinander zwischen dem, was ein Museum kostet und was es am Ende an Einnahmen bringt. Es gibt ja kaum ein Museum bundesweit, das tatsächlich eine schwarze Null schreibt. Ich kenne eigentlich nur die Kunsthalle Bremen, die das kann und vielleicht ein paar private. Also es wird zu Einschneidungen kommen. Ich glaube, dass der Betrieb der Museen da nicht in der Substanz gefährdet ist. Gefährdet sind dann wahrscheinlich Stellenneubesetzungen und Förderprojekte. Bei Förderprojekten müssen die Kommunen 50% Eigenmittelanteil haben. Das ist in den letzten Jahren schon zurückgegangen. Wir haben also seit, wann habe ich das erste Mal Fördermittelanträge gesehen? Ich glaube 2012, 13 herum. Da hatten wir noch dreistellige Zahlen an Anträgen für jedes Jahr. Jetzt sind es 40 bis 60 Anträge, also es ist schon zurückgegangen und es liegt eben daran, dass die Kommunen, gerade die kleineren und mittleren Kommunen, die den Eigenanteil nicht stemmen können und der oft eben auch nicht dann über Sparkasse, Volksbank, Lotto, Toto gedeckt werden kann, das wird zunehmen. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass es weniger Wechselausstellungsprojekte geben wird, dass vielleicht auch weniger Vermittlungsprojekte gefahren werden können, weil das oft auch freie Mitarbeiterinnen sind, die das machen. Und dass vielleicht auch Projekte für neue Dauerausstellungen zurückgestellt werden müssen, einfach weil die Kommunen den Eigenanteil nicht haben und weil das Land vielleicht auch die Förderung ein bisschen zurückfährt. Das ist ja noch offen. Ich glaube, dass das nicht passiert. Ich habe zumindest keine entsprechenden Signale aus Magdeburg. Inwieweit uns das als Museumslandschaft dann trifft und zurückwirft, muss man sehen. Es kommt ja noch dazu, dass wir im Juni so eine Landtagswahl haben, dass wir noch nicht wissen, wer dann regieren wird. Wir hoffen jetzt mal das Beste, also dass es zumindest eine demokratische Regierung ist, dass so die zumindest diese Rechtsaußenmenschen nichts zu sagen haben werden, weil das wird uns stärker treffen. Und wenn die Regierung stabil bleibt, dann glaube ich, wird auch die Kulturlandschaft halbwegs stabil gefördert. Die Kommunen, das ist auch sehr unterschiedlich. Das bleibt abzuwarten, da kann man keine Prognose warten. Was wir hören, sind halt vereinzelte Hilferufe von ehrenamtlich und vereinsgeführten Museen. Wie gesagt, hat das Land jetzt eine Förderschiene. Ich glaube, dass die funktionieren wird. Ich habe hier im Land noch nichts von einer Schließung, von einer Corona-bedingten Dauerschließung gehört. In anderen Bundesländern gibt es das aber. Das trifft dann vor allen Dingen Heimatmuseen und Heimatstuben, die ja ohnehin, da muss man ehrlich sein, die ohnehin immer am Rand existieren, also am Abgrund, weil die oft nicht kommunal unterstützt werden, zumindest nicht in dem Maße, wie es nötig wäre. Aber wie gesagt, bei uns, ich glaube, dass die Museumslandschaft als solche stabil bleiben wird, aber es wird weniger Projekte und weniger neue Dauerausstellungen und Ähnliches geben. Meine nächste Frage schließt da ein bisschen an. Also wir hoffen, der Sommer wird besser. Genau wissen können wir es nicht. Viele Museen haben sich jetzt auch, Frau Dr. Pandeleon, Sie sagten das ja auch, und Herr Bauer-Friedrich, Sie hatten das auch erzählt, Sie haben sich intensiv auch mit den Sammlungen beschäftigt, was Sie logischerweise immer machen, aber jetzt auch den Freiraum genutzt, als auch mit Digitalisierungsprojekten, ja, dass Sie auch einen anderen Zugang zu digitalen Formaten für sich weiterentwickeln. Es würde mich interessieren, wenn Sie dazu was sagen würden. Weiß nicht, wer möchte starten. Dann gerne, Frau Pantaleon.
Ja, Digitalisierung ist natürlich sowieso immer oder jetzt gerade in dieser Zeit ein wichtiges Schlagwort. Es gab jetzt ja oder es gibt auch vom Land Sachsen-Anhalt verschiedene Fördermöglichkeiten. Da haben wir jetzt gerade ein Projekt in diesem Jahr laufen. Wir nennen es jetzt Börde-Leben versus Börde-Kunst, wo es im Prinzip um mehrere Sachen geht. Das eine ist Digitalisierung von unserem Sammlungsbestand und das andere dann aber natürlich auch die Bereitstellung. Das heißt, wir machen jetzt, es wird ein Wimmelspiel entwickelt, was dann für Kinder und Schulen und Ähnlichem zugänglich ist. Es sollen aber dann natürlich auch verschiedene Ergebnisse mit in die Ausstellung einfließen. Es sollen eine Karte entstehen, wo sich die Leute dann nochmal orientieren können, historische Fotos und Grafiken sehen. Also das ist natürlich so ein Standbein. Wir selber sind auch seit den 2000er Jahren beim Museum Digital mit beteiligt, wo wir sowieso einen Teil unseres Sammlungsbestands immer online stellen, dass die Leute, die sich interessieren, informieren können, was hat so ein Museum eigentlich? Und das ist natürlich eine wichtige Sache. Und da, also ich persönlich, aber das sieht sicherlich jeder wieder anders, ich bin kein Freund von Online-Ausstellungen, weil ich immer denke, Kunst und Kultur muss man erleben, das kann man nicht vorm Bildschirm, weil es geht ja da auch ums Rauskommen, um Futter für die Augen, um Gerüche und Ähnliches. Aber natürlich ist es, wenn man gar nichts anderes haben kann, dann ist auch das vollkommen legitim. Und ja, aber das eine, es muss sich ergänzen. Mhm. Herr Bauer-Friedrich, einfach anschließen. Ja, also das Letzte will ich gleich aufgreifen. Es muss sich ergänzen. Also nicht das eine tun und das andere lassen, sondern letztendlich aus beiden das Beste mitnehmen. Und bevor ich vielleicht auch so ein bisschen unsere Erfahrung zum Thema Digitalisierung berichte, die wichtigste und schönste Erfahrung, die wir alle hier gemacht haben, und dann will ich mich gar nicht ausnehmen, ist, dass von allen, die uns in irgendeiner Weise eine Rückmeldung gegeben haben, eigentlich so der Tenor war, alles schön und gut, was ihr hier macht. Wir erkennen das auch alles an und wir wissen das wertzuschätzen. Aber wann macht ihr endlich wieder auf? Wir wollen die Originale sehen. Also das ist, wir hatten selber auch immer noch so Bedenken vor reichlich einem Jahr, als wir angefangen haben, ganz massiv jetzt als Ersatz eben ins Digitale zu gehen. Erzeugen wir uns da quasi selbst eine Konkurrenz zum analogen Museumsbetrieb? Und wenn man mal was das Positive aus der ganzen Pandemie-Situation ziehen will, dann ist es vor allen Dingen eben die Erfahrung einer, ja, realistischen Erdung, dass unser Publikum uns treu bleiben wird und dass das Digitale eben nicht den Museumsbesuch ersetzt. Ganz im Gegenteil, das, was man früher, glaube ich, immer so vielleicht eher so als eine Floskel in Argumentationen verwendet hat, das soziale Erlebnis, das gemeinschaftliche Erleben von Kunst und Kultur, das, glaube ich, haben wir jetzt alle schmerzlich am eigenen Leibe erfahren, dass das wirklich etwas ganz Wichtiges ist, was für uns soziale Wesen, Menschen quasi notwendig ist. Und es ist eben was anderes, ob ich steril vor einem flachen Bildschirm durch einen virtuellen Museumsrundgang gehe, allein vielleicht noch, ohne mich austauschen zu können mit jemandem darüber, oder ob ich eben mit dem Partner, mit der Partnerin, mit Freunden oder, was wir auch gemerkt haben, eben auch mit der anonymen Masse eines Publikums, was zufällig zu einer bestimmten Zeit im Museum zusammenkommt. Also das Erlebnis im Raum mit anderen Menschen zusammen und in einem Museum riecht es eben auch anders als zu Hause vorm Monitor. Das alles ist das, was den Museumsbesuch eben so besonders und einmalig macht. Und das wird keine, zumindest glaube ich, nach dem heutigen momentanen Stand der Technik, keine digitale Möglichkeit ersetzen. Aber es war für uns eben wirklich eine, ja, wunderbare Möglichkeit, durch die letzten Monate zu kommen. Wir haben wirklich am allerersten Tag, als wir geschlossen haben, am 14. März gestartet, sofort mit der Negativmeldung, wir schließen, war gleichzeitig verbunden. Wir bleiben aber digital und online mit euch und Ihnen allen verbunden. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir aber vor allen Dingen auch festgestellt haben, was das letztendlich im Ergebnis heißt. Also, dass wir natürlich auch, was die personellen und die finanziellen Ressourcen angeht, bislang gar nicht so aufgestellt waren, das in der Schlagzahl vor allen Dingen auf Dauer durchzuhalten. Wir haben in der Zeit, wo wir geschlossen waren, wo die Mitarbeiter auch im Homeoffice waren, eine sehr, sehr hohe Schlagzahl gehabt, 2 bis 3 Berichte, Blogbeiträge, Blog, den wir überhaupt erst etabliert haben, pro Woche. Das muss ja auch alles vorbereitet werden. Die Sachen müssen geschrieben werden, müssen recherchiert werden. Das Material muss zusammengetragen werden. Die Bildrechte müssen geklärt werden. Und da sind 2, 3 Beiträge in einer Woche schon sehr viel. Und das haben wir, wie gesagt, jetzt alles auf ein Niveau gebracht, was wir jetzt mit unserer Personalstärke leisten können. Aber das ist letztendlich auch eine solche wichtige Erfahrung aus den letzten Monaten,
dass wir jetzt natürlich nicht nachlassen wollen mit allem, was wir gemacht haben, was wir etabliert haben. Und wir haben wirklich wahnsinnig viel. Wir haben einen eigenen Bereich auf der Website zu den digitalen Angeboten kreiert. Wir haben jetzt mittlerweile eine eigene Mediathek, wo das alles abrufbar ist, was wir die letzten Monate gemacht haben, etabliert. Und um das dauerhaft wirklich zu verstetigen, und eigentlich ist ja auch unser Ehrgeiz, es noch besser zu machen und auszubauen, braucht es dann natürlich aber wieder auch einen Aufwuchs, was das Personal angeht, was die finanziellen Mittel angeht. Wir können nicht alles aus dem eigenen Saft heraus machen. Das haben wir lange auch diskutiert. Es gab ja diverse Förderprogramme. Im Rahmen von Neustadt hätte ja zum Beispiel auch Equipment erworben werden können. Ich habe mich da bewusst dagegen ausgesprochen, weil was nützt mir das beste Equipment, wenn ich das Personal nicht habe, das dieses Equipment bedienen kann, sodass wir uns dann doch dafür entschieden haben, weiterhin da auf externe Partner zurückzugreifen, die einfach das Know-how mitbringen und wissen, wie das alles professionell zu realisieren ist. Aber wenn man, und da hoffe ich oder nehme ich mal an, spreche ich, glaube ich, wirklich für viele, die Erfahrung gemacht haben, wenn man das jetzt aus dieser Erfahrung der Corona-Zeit mitnimmt, heißt es, wenn man das halten will, dass es auch da eigentlich eine Unterstützung seitens der Geldgeber, seitens der Kommunen, der Länder braucht, um das überhaupt zu ermöglichen. Und wie gesagt, eigentlich wollen wir ja nicht nur rumstümpern, sondern wir wollen es ja auch professionell machen und eigentlich ausbauen. Herr Könnecke, Sie erwähnten ja vorhin, dass Sie sich auch wünschen, dass Museen mehr Diskursorte werden oder sind. Und da bietet ja die Digitalisierung dann doch auch gute Chancen, was Vor- und Nachbereitung auch von Museumsbesuchen anbelangt. Ja, weil das einfacher ist, mit der Familie schon mal vorher zu planen oder mit Kolleginnen, Kollegen, Freunden, um so einen Museumsbesuch auch wirklich attraktiv zu machen bei Häusern, die man nicht kennt, als auch hinterher nochmal zu gucken, wie war das denn gleich? Ja, ich habe es virtuell auch gesehen, Kloster Michelstein hat ja da sehr viel gemacht im letzten Jahr, sodass dann auch Schulklassen das online nutzen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie Digitalisierung nochmal eine zusätzliche Verbindung zum Alltag bringt. Wie sehen Sie das? Welche Museen fallen Ihnen dazu noch ein als Best-Practice-Beispiele? Also ich muss ganz leicht widersprechen bei der Nachbereitung des Museumsbesuchs. Ich glaube, das findet nicht digital statt. Die Leute unterhalten sich dann einfach über das, was sie gesehen haben. Ich glaube nicht, dass jemand, wenn er in Ummendorf war und dort die landwirtschaftlichen Großexponate gesehen hat, dass man danach nochmal online geht und sich das nochmal anschaut. Ich denke, also wenn ich kurz unterbreche, ja. Ich habe schon gemacht, dass ich mir Audiobeiträge dann auf der Zugfahrt zurück angehört habe, die ich mir im Museum nicht angehört habe. Ja, das ist durchaus, das kommt vor und deswegen haben wir ja auch entsprechende Angebote auf den Homepages. Okay. Aber ich glaube, es ist nicht der Regelfall. Okay. Ich hoffe zumindest, dass es nicht der Regelfall ist, weil da bin ich ganz bei Frau Pantaleon und Herrn Bauer-Friedrich. Die physische Präsenz im Museum ist der entscheidende Punkt. Das ist das, was uns von allen anderen unterscheidet. Ein digitales Angebot kann ich überall wahrnehmen, ein Museumsbesuch nicht. Dazu muss ich vor Ort sein. Das muss ich mir vor Ort anschauen und dann muss ich das Exponat und die Inszenierung auf mich wirken lassen. Das kann online nur bedingt stattfinden. Ich glaube, es gibt ganz viele tolle Beispiele auch bei uns im Land. Es gibt zum Beispiel im Heinrich-Schütz-Haus in Weißenfels eine App, mit der man kombinieren kann, wie zu Heinrich-Schütz-Zeiten. Die funktioniert derzeit allerdings nur im Museum und ist noch nicht außerhalb nutzbar. Die Kulturstiftung, aber auch Friedrich hat es angedeutet, hat ganz viele Angebote in Michaelstein, im Falkenstein. Auch viele andere Museen haben da was. Ich glaube, Bauhaus hat da was. Die Luther-Gedenkstätten, das Landesmuseum, alle machen da was. Aber anhand der Namen, mit Ausnahme von Schützhaus, sieht man schon, es sind die großen Häuser. Und ich glaube, dass es immer ein entsprechend versiertes Personal braucht. Das haben die Museen nicht. Die großen in Ansätzen noch, die kleinen und mittleren eher gar nicht. Und ich bin allerdings nicht der Meinung, dass das Land das überall fördern sollte und dass wir jetzt in jedem kleinen Museum eine Social-Media-Expertin sitzen haben. Das bringt am Ende auch nichts. Ich glaube, das, was über Verbund geht, dass man schlicht, dass die Museen sich zusammentun, thematische, verwandte Museen, regional eng beieinander liegende Museen, auch mal landkreisübergreifend, vielleicht auch länderübergreifend. Ich glaube, dass das der Weg ist, dass man das gemeinsam macht, gemeinsam Social-Media-Kanäle betreibt, gemeinsame Podcasts macht, gemeinsame Blogs macht. Ich glaube, dann sind alle mit dabei. Glaube nämlich auch nicht, dass wenn ein kleineres Museum jeden Tag 5 Nachrichten bei Facebook schreibt, dann wirkt das irgendwie mal beliebig.
das hilft dann nicht mehr, weil einfach die Moritzburg hat mehr zu erzählen als das Heimatmuseum Hintertupfingen. Das ist einfach mal so. Da muss man, glaube ich, auch realistisch sein. So ist unser Projekt eCulture auch aufgestellt, das jetzt seit 1. Mai gestartet ist, weil die Kollegin Frau Dr. Böhm seit 3. Mai aktiv bei uns ist. Und das Projekt soll Strategien digitaler Art, digitale Formate für kleine und mittlere Museen erarbeiten und es soll immer umsetzbar sein. Also wir wollen nicht irgendwas aufstülpen, was dann zwar schön ist und in der Theorie gut funktioniert, wo dann aber niemand vor Ort ist, der es kann und der es vielleicht auch die Zeit dafür hat. Und dass ich glaube, dass alles, was digital ist, tatsächlich nur ergänzend sein kann und es muss immer vor Ort nutzbar sein. Es muss immer jemand machen können. Ich habe mal einen Vortrag gehört von einem Kollegen aus Niedersachsen, der gesagt hat, der steht mit Facebook auf und geht mit Facebook ins Bett. Das ist etwas, das ich nicht möchte für mich und das ich auch nicht für die Museen im Land möchte. Jetzt zwei Wortmeldungen von Ihnen und auch im Chat haben wir eine Frage, aber wenn Sie anschließen, dann würde ich jetzt erstmal Herrn Bauer-Friedrich und Wolfgang Aldag und dann gibt es eine Frage auch vom Thale e.V., da schließe ich dann an. Ja, ich wollte da kurz nur noch mal drauf reagieren. Also zum einen sehe ich es auch so, ich glaube, die Nachbereitung auf digitaler Ebene ist sicherlich wirklich eher die Ausnahme. Was wir aber beobachtet haben, dass also zwei Aspekte. Zum einen, wenn wir jetzt wieder aufmachen, will ich mal unterstellen, dass das Digitale eine jetzt sehr viel mehr als früher genutzte Vorbereitungsmöglichkeit ist, um sich auf das eben einzustellen, was mich im Museum erwartet. Zumal, wenn wir eben nächste Woche aufmachen, starten wir wieder mit Zeitfenstern. Das heißt, ich habe nicht mehr wie früher, in Anführungszeichen, den Luxus, dass ich von 10 bis 18 Uhr frei durchs Haus laufen kann, sondern ich habe eben jetzt nur noch ein Zeitfenster von 3 Stunden. Und das ist ja gut, wenn ich mich vorinformieren kann. Und wir haben unsere kompletten Sammlungspräsentationen digitalisiert, kann also schon im Vorfeld auch schauen, was bieten wir und was interessiert mich vielleicht besonders. Wie ist das Haus aufgebaut von der Struktur her? Also ich glaube, das wird einen ganz anderen Stellenwert in Zukunft bekommen bei den Häusern, die es jetzt leisten konnten in den vergangenen Monaten. Was mir nochmal wichtig war, was Herr Könnecke schon sagte, absolut d'accord, die Schwierigkeit ist natürlich wirklich, und das haben wir eben auch gemerkt, als dann ein vergleichsweise doch großes Haus in Sachsen-Anhalt, welcher Aufwand, auch personeller Aufwand, logistischer Aufwand hinter all diesen digitalen Formaten steckt. Und sei es eben nur ein Blog, den wir am Anfang wirklich, sag mal, aus einer Freude, jetzt etwas anders machen zu können, etabliert haben. Aber alleine einen Redaktionsplan verantwortungsvoll aufzustellen, wann kommt welches Thema, zu recherchieren, wann passen welche Themen, wer bearbeitet welches Thema, hat der oder die Kollegin dann auch entsprechend die zeitlichen Ressourcen, das fristgerecht vorzubereiten. Dann hatte ich ja schon gesagt, Bildrecherche, Text muss geschrieben werden. Also da steckt wesentlich mehr Arbeit dahinter, als man dann am Ende als Leser, glaube ich, vermutet. Und das kann nicht jedes Haus leisten. Und da sage ich auch ganz offen, kommen auch wir als großes Haus oder sind schon an unsere Grenzen gekommen, sodass wir dann am Ende gesagt haben, jetzt müssen wir wieder quasi ein Stück auf ein realistisches Maß zurückfahren, sodass wir jetzt ein, maximal 2 Beiträge nur noch pro Woche machen, die dann aber auch entsprechend vorbereitet sind. Aber das, was mir wichtig war, nochmal festzuhalten, dass wirklich die digitalen Angebote zu nutzen, um sich auf einen Museumsbesuch vorzubereiten, das merken wir jetzt schon, hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und es ist vor allen Dingen ja so eine Art Imagearbeit beziehungsweise auch Marketingfaktor, also dass man überhaupt erstmal erfährt, was ist denn da? Und als wir das alles in der Vergangenheit nicht hatten, konnte man sich zwar so ein bisschen mit Bild und Text auf einer Website informieren, aber jetzt habe ich natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten mit Filmen, die wir gedreht haben, mit eben den virtuellen Rundgängen, mit den Blogbeiträgen und, sodass ich eigentlich, glaube ich, wenn man sich die Zeit nimmt, im Vorfeld ein wenig auf den Standort, den man besuchen will, einzulassen, eigentlich bestmöglich vorbereitet dann ins Museum gehen kann und vielleicht auch daraus nochmal einen Mehrwert erzielen kann. Wolfgang, machst du gleich weiter? Ich habe eine kurze Ablenkung hier auf meinem Bildschirm. Okay, nein, ich wollte auch nur noch mal von meiner Seite das noch mal unterstreichen. Ich glaube, es ist auch ein ganz großer Gewinn von Digitalisierung, tatsächlich diese Vor- oder Nachbereitung. Das ist großartig. Ich sage das immer so ein Zuckerle, bevor ich irgendwie in ein Museum gehe, um die Menschen anzufüttern und zu zeigen, okay, das erwartet euch dort. Aber ich glaube, nichts, und das wurde auch jetzt aus allen Beiträgen von Ihnen klar, nichts Digitales kann das Erlebnis und den Besuch im Museum ersetzen. Und für mich ist es auch immer ein irres Erlebnis, wie gesagt, Eindrücke, Gerüche,
visuelle Wahrnehmungen, Geräusche, aber auch, was ich ganz wichtig finde, der Diskurs, der Austausch über Kunst, über Kultur an sich, der findet ja auch nicht nur zu Hause statt oder auf der Straße, sondern er findet natürlich auch vor Ort statt. Der findet nicht online statt, außer wenn wir jetzt so ein Format wie wir heute machen und uns hier online treffen und das auch noch nach außen stellen. Aber der Diskurs findet natürlich in den Häusern, in den Museen statt. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Beitrag, den ja auch Museen, den ja auch solche Häuser leisten müssen und leisten dürfen. Und was ja auch gesagt wurde, der Aufwand, dem Digitalen, den man betreiben muss, um es auch qualitativ gut zu machen, dass es auch der Qualität der entsprechenden Einrichtung entspricht. Das muss man auch immer gucken, dass sich das die Waage hält, also dass man da an der Qualität nicht abfällt. Der ist enorm groß und das merken wir ja auch in unserem Geschäft, wie aufwendig das ist, digitale Formate zu kreieren und das technisch sauber zu machen und in der Qualität nach oben zu heben. Ja. Ich sehne mich auch tatsächlich vehement danach, dass endlich die Häuser öffnen, wenn auch das Digitale die Kreativwirtschaft vielleicht ankurbelt, was auch sicherlich sinnvoll ist und gut ist, sage ich mal. Aber ich sehne mich einfach danach, dass die Häuser aufmachen, dass die Theater aufmachen, dass die Museen aufmachen. Weil erst in dem Moment, glaube ich, wo man etwas nicht mehr hat, merkt man eigentlich, wie sehr einem das fehlt, wie einem das Treffen mit Menschen fehlt, wie einem der Austausch, der Diskurs fehlt. Und ich hoffe, dass wir jetzt wieder diese zaghaften Öffnungsszenarien in den nächsten Wochen alle bestreiten können und wir nach und nach wieder hier ein Öffnen der Häuser ermöglichen können. Trotzdem noch mal eine Frage zur Digitalisierung aus dem Chat. Das eine ganz praktisch, die digitalen Angebote waren die kostenlos. Ich gehe mal davon aus, Sie machen auch Führungen, genau. Herr Bauer-Friedrich, vielleicht sagen Sie da was zu. Ja, unsere Angebote waren zum allergrößten Teil kostenlos. Also alles, was ich schon jetzt so erwähnt habe. Also der Blog ist natürlich auf der Website eingestellt, den kann jeder lesen, der kostet nichts. Die virtuellen Rundgänge haben wir kostenfrei zur Verfügung gestellt durch die Sammlungspräsentationen. Wir haben wirklich aus der Situation heraus, als wir dann nochmal aufmachen konnten, kurzzeitig eben ab Mai vergangenen Jahres, dann auch aus hygienischen Gründen keine Audioguide-Geräte mehr ausgegeben. Das führte dazu, dass wir unsere Audioguides komplett alle auf die Website gestellt haben. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, wir bleiben jetzt dabei, dass das alles kostenfrei, damit auch zugänglich ist von jedem Ort aus. Was wir allerdings kostenpflichtig gemacht haben, das war zum einen, wir haben bei der Lagerfeld-Ausstellung nicht einfach nur einen virtuellen Rundgang erzeugt, sondern der virtuelle Rundgang war letztendlich so eine Kombi-Geschichte mit einem sehr, sehr ausführlichen Medienguide. Und das Ganze war ein Angebot, was entgeltlich war, wo man 3,99 dann im Netz bezahlen musste, allerdings dadurch auch die Ausstellung quasi von allen Orten auf der gesamten Welt sich anschauen konnte. War auch zweisprachig, Deutsch, Englisch. Und wir haben jetzt in diesem Jahr im März begonnen, mit Hilfe unserer virtuellen Rundgänge, die wir auf der Website eingestellt haben, da wir ja zum einen das Museum nicht auf ist und auch jetzt, wenn wir dann nächste Woche wieder aufmachen, dürfen wir ja erstmal keine Veranstaltungen durchführen, also auch keine Führungen analog mit Gruppen im Museum, sodass wir begonnen haben, Online-Führungen anzubieten. Und auch das war eine Erfahrung, stellt man sich vielleicht so einfach vor, da gibt es dann halt eine Person, die Führung macht, aber diese eine Person ist quasi, wenn man so will, vor der Kamera sichtbar. Dahinter habe ich zwei weitere Mitarbeiterinnen, die das Ganze im Hintergrund betreuen, also zum einen die Technik nochmal im Auge haben, so wie sie jetzt auch quasi den Chat beobachten und natürlich eine weitere Person, die, ich sag mal, für alle technischen Wehwehchen zur Verfügung steht, wenn irgendwo wieder was hängt oder jemand nicht reinkommt. Das heißt, bei einer analogen Führung habe ich eine Person, die ich bezahle. Bei einer Online-Führung habe ich drei Personen, die ich bezahlen muss. Und entsprechend haben wir da ein kleines Entgelt, was aber auch eher symbolisch ist und nicht kostendeckend ist. Da kommen wir zur Frage, wie werden in Zukunft auch die Museen konzipiert, auch was Personal anbelangt. Ne? Also große Sonderausstellungen sind aufwendig, Digitalisierung ist aufwendig. Der Wunsch nach mehr Diskurs und mehr Verbindung auch in die Gegenwart bedeutet ja auch, dass wir mehr Ressourcen brauchen, um das zu vermitteln, um die Geschichten auch zu erzählen, auch mit vielleicht Besuchergruppen, die nicht klassisch immer schon geübt sind, mit Museen umzugehen. Das heißt, die Personalstellen werden vielleicht anders besetzt werden müssen, mal so provokant gefragt, oder?
Gimmel würde ich jetzt frech nicht anders besetzen, sondern anders besetzen würde ja heißen, es fällt wieder was anderes weg. Und auch wenn ich jetzt wieder auf einem anderen Niveau spreche, aber auch wenn ich ca. 30 Mitarbeiter habe, die hier arbeiten, gibt es niemanden, wo ich sagen kann, diese Stelle kann ich jetzt frei schaufeln, um damit andere eben zum Beispiel stärker vermittlungsdiskursive Formate zu etablieren. Weil mit der Größe unserer Sammlungsbestände und allem, was da zu tun ist, kann ich auf keinen Mitarbeiter verzichten. Im Gegenteil, brauche ich eigentlich in den einzelnen Fachbereichen jetzt schon mehr. Das heißt, auch das ist ein klarer Ruf danach, dass diese Arbeitsaufgaben eigentlich zusätzlich dazu kommen müssen, also von der Stellenplanung her, von der Finanzierbarkeit her auch. Denn das merken wir jetzt sehr stark. Also wir haben über die digitalen Elemente relativ gute Kommunikation halten können, trotz eines Abgekoppeltseins von unserem Publikum. Also ein Austausch findet bedingt statt über die digitalen Kanäle und ich würde mich eigentlich freuen, wenn wir das, was entstanden ist, dann auch wieder, wenn es dann geht, um einen Rahmen der Möglichkeiten in den analogen Präsenzraum holen können. Und das ist ohnehin etwas, was mir sehr wichtig ist, dass wir weg von diesem alten klassischen Erzählen oder Präsentieren und der Besucher ist eher der passiv Genießende, hinkommen zu wirklich einem Diskurs mit unserem Publikum und auch nicht nur, dass wir uns anhören, was sie denken, sondern dass wir wirklich auch über Dinge ins Gespräch kommen, eigentlich so, wie es Herr Könige auch eingangs sagte, nicht nur über das Vergangene und die Gegenwart zu sprechen, sondern auch über unsere Zukunft nachzudenken, wohin entwickelt sich jetzt aus meiner Perspektive gesprochen die Kunst, wie kann ein Kunstmuseum im 21. Jahrhundert als ein zeitgenössischer, klassischer dritter Ort, über den wir immer alle sprechen, aussehen? Das sind Dinge, die extrem wichtig sind, denen, die ich gerne gehen würde, wo mir aber selber auch bei der Größe meines Hauses einfach die personellen Ressourcen fehlen. Mhm. Frau Panteleon. Es ist ja auch grundsätzlich immer so ein bisschen die Frage, was soll ein Museum? Also ich meine, wir haben klar die klassischen Aufgaben erhalten, bewahren, ausstellen, vermitteln. Und dann ist wirklich die Frage, wie soll das laufen? Oder was? Also es gibt, die meisten Museen machen Ausstellungen, machen kleinere oder größere Veranstaltungen. Und jetzt ist natürlich auch, kommt vieles mit, wenn wir beim Thema Diskurs sind, ist es so, dass wir zum Beispiel die Methode des Workshops jetzt ganz viel angegangen sind. Und das ist dann also wirklich so partizipative Projekte oder Ideen, die kosten zwar viel Aufwand, aber teilweise ist es auch so, dass man natürlich erstens auch ein schönes Feedback bekommt und auch neue Impulse. Das ist eine Sache, die sehr wichtig ist, wie ich finde. Was jetzt das, die Personalstruktur angeht, da... Ich glaube, da, das ist bei jedem Museum gleich, egal wie viele Mitarbeiter man hat, mehr geht immer. deshalb da würde man auch, also man kann nicht sagen, dass man das eine durch das andere irgendwie ersetzt oder umstrukturiert. Denn wir machen die Arbeit ja ansonsten quasi doppelt. Denn es ist ja dann nicht nur, dass man, wenn man eine Ausstellung analog hat, dass man diese Ausstellung dann eben auch digital einfach aufnehmen und zeigen würde, sondern es ist dann ja wieder ein anderer Arbeitsaufwand, der quasi noch dazukommt. Weil das andere darf ja nicht weniger werden. Und das wollen wir ja auch nicht. Wir kommen so langsam auch in Richtung, wo kann man ändern? Wo kann man andere Grundsätze vielleicht mal überlegen? Herr Könige, Sie sind eh gleich dran. Wir hatten ja im Vorfeld auch schon gefragt, oder Sie hatten das gesagt, ja, mal nachdenken, Großausstellungen oder wo kann man andere Maßstäbe setzen? Können Sie? Also ist natürlich, ich will der Kollegin Panteleon und Herrn Bauer-Friedrich nicht widersprechen. Man sollte das Personal jetzt nicht eins zu eins austauschen, das würde auch nichts bringen, weil es A an anderer Stelle fehlt und weil B auch Personen, die sich mit Social Media oder mit virtuellen Welten gut auskennen, müssen sich trotzdem auch im Museum auskennen. Also mir hilft jetzt niemand, der ganz toll Facebook, YouTube, Instagram, Twitter bespielen kann und dem ich die Inhalte zuspielen muss und das quasi eins zu eins aufbereiten muss, was in diesen Kanälen getan wird. Dann habe ich nicht weniger Arbeit und das hilft mir nicht. Also wir brauchen wir brauchen so Multitalente. Die haben wir alle nicht. Die kriegen wir auch nicht. Deswegen müssen wir halt auch versuchen, andere Wege zu gehen. Das wird eine Weile dauern, dass wir unsere eigenen Mitarbeiterinnen fortbilden. Ich glaube aber, es braucht auch noch zusätzlich ein bei manchen stärkeres, bei manchen leichteres Umdenken, was Museum soll.
und wie ein Museum zum Diskursort werden kann. Ich glaube, die Zeit der Großausstellungen, die 3, 4 Monate laufen, ist allmählich vorbei. Das zieht natürlich Besucher, aber am Ende ist das nur eine Leistungsschau von Konservatoren, Restauratorinnen, Gestalterinnen und so weiter. Da ist nicht immer, da lernt man was über Geschichte von Anno irgendwann oder auch über Kunst, aber der Diskurs fehlt dann oft, weil dafür dann keine Zeit mehr ist, kein Personal mehr ist, kein Platz mehr ist. Und Umdenken meint für mich, dass man diese Vermittlungsarbeit viel früher denkt, dass man auch diesen Diskurs, den man anregen will, viel früher denkt und dass man ihn auch viel früher implementiert. Den kann man schon zum Beispiel schon beim Sammeln implementieren. Das muss ja nicht unbedingt nur die Aufgabe des Kurators oder des Rest der Restauratoren sein, wie man sammelt. Das kann man ja auch ein bisschen outsourcen. Man kann ja auch mal experimentieren, gerade in der zunehmend digitaleren Welt wird Sammeln ja auch schon ein bisschen schwieriger. Die Frau Pantaleon wird das vielleicht wissen. Landwirtschaftliche Großgeräte von 1900 kann man gut sammeln. So ein Feldroboter von heute kann man gut sammeln, aber die Funktion kann man nicht mehr erklären. Man weiß nicht mehr, wie dieses Ding funktioniert. Bei so einem schönen Trächtenreiter oder einem großen Mähdrescher kann ich gut erklären, wie der funktioniert. Bei einem kleinen Roboter, der die Bodenqualität begutachtet, kann ich das nicht mehr. Also das kann auch ich nicht mehr erklären, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, wir müssen als Museen auch uns viel stärker vernetzen, dass wir viele Sachen gemeinsam machen. Das betrifft auch Sammeln, auch wenn das immer so ein böses Wort ist, dass man gemeinsam sammelt, gemeinsames Depot hat, weil das ja immer heißt, dass man keinen direkten Zugriff hat. Als ich früher in Museen gearbeitet habe, habe ich immer gerne den Schlüssel in der Hand gehabt, nämlich den Schlüssel fürs Depot. Weil das total praktisch ist. Aber es kostet alles Zeit und es kostet alles auch Arbeit und möglicherweise haben wir diese Zeit künftig nicht mehr. Deswegen bin ich, das ist aber auch meine Aufgabe als Geschäftsführer des Museumsverbandes, ich muss immer Werbung machen für Verbund- und Vernetzungsprojekte. Das ist mein Job, dafür werde ich bezahlt, deswegen mache ich das auch. Ich glaube, da führt der Weg hin, dann kann man vieles gemeinsam machen und ich glaube, dass es nicht bei Social Media oder virtuellen Welten stehen bleiben muss. Das muss auch das Thema Sammeln betreffen, das muss auch das Thema Ausstellen betreffen, das muss auch das Thema Vermitteln betreffen. Deswegen machen wir als Verband auch uns wieder die Mühe, die ganzen Arbeitsgruppen, die einst mal bestanden und dann mangels Interesse untergegangen sind, dass wir die alle wieder begründen. Momentan ist das Interesse groß. Wir haben eine Arbeitsgruppe Museumspädagog, also der ist jetzt Bildung und Vermittlung. Da sind bei der ersten Sitzung virtuell über 40 Leute gewesen. Ich glaube, virtuell werden wir den Schnitt halten können. Bei einem physischen Präsenztreffen wird es weniger. Aber ich glaube, dass das wirklich der Weg ist, und dass man gleichzeitig auch ein bisschen, Frau Pantaleon hat es angedeutet, ein bisschen über die Bedeutung des Museums nachdenken soll. Sind wir nur so ein mehr oder weniger stummer Ort des Bewahrens und des Sammelns oder sind wir ein aktiver Teil der Gesellschaft und auch ein aktivierender Teil? Ich glaube, dass ein Museum viel mehr Einfluss nehmen kann, indem man nicht nur was ausstellt, sondern indem man vielleicht auch mal, ich sage es jetzt ganz, ganz grob, indem man die Besucher noch mal provoziert. Indem man auch wirklich mal sagt, hier, das ist jetzt, ihr mögt das nicht, was wir euch sagen, aber wir sagen euch das jetzt trotzdem. Und wenn ihr hinterher drüber nachdenkt, müsst ihr nicht unserer Meinung sein. Aber ihr habt drüber nachgedacht, das reicht uns schon. Ich glaube, das ist die Zukunft des Museums. So, das war jetzt ein langer Beitrag. Ja, vielleicht würde ich kurz mal direkt noch auf zwei Punkte eingehen. Also das Letzte, was Sie gesagt haben, also Werbung für Vernetzung, bin ich auch immer sehr dafür. Das war das Erste, was ich begonnen habe, als ich hier in Halle ankam. Weg jeder aus seiner einsamen Insel, sondern Kooperationen schließen. Und in einem anderen Kontext hatte ich schon neulich mal mit Kollegen drüber gesprochen, Vermittlung. Also das ist was mir sehr auf der Seele liegt, eigentlich mit ganz viel Tränen in den Augen. In den letzten Monaten war es uns ja einfach nicht mehr möglich gewesen, den Kontakt zu den Schulen zu haben, aus eben hygienischen, pandemiebedingten Gründen. Es war keinerlei Möglichkeit mehr, das Museum als außerschulischen Lernort anbieten zu können. Ich befürchte, dass uns das auch noch eine Weile beschäftigen wird. Ich hoffe, dass wir vielleicht mit dem neuen Schuljahr dann im September, wenn es wieder losgeht, auch da in zaghaften Schritten wieder weitermachen können. Denn wenn man sich überlegt, mindestens ein Schuljahrgang, wenn nicht sogar anderthalb, muss man sagen, haben jetzt eigentlich über ein Jahr lang keinen Kontakt mehr mit dem Museum gehabt. Und wir wissen ja alle, es ist ganz wichtig, so früh wie möglich die Hemmschwellen nicht nur abzubauen, sondern möglichst gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und wenn die Arbeit im Museum nicht mehr funktioniert, fehlt uns natürlich einfach auch der Nachwuchs und das Publikum von morgen.
Und da haben wir natürlich wiederum als ein vergleichsweise großes Haus dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten als dann die vielen einzelnen kleineren Häuser im ländlichen Raum auch. Und da komme ich auf den Vernetzungsgedanken zurück. Ich weiß es einfach aus meiner Heimatstadt Dessau, da gab es in den 90er Jahren einen museumspädagogischen Dienst, damit eben nicht jedes einzelne Haus für sich immer wieder das Rad neu erfinden muss und alle Ressourcen aufstellen und vorbereiten muss, sondern es gab eben einen Dienst, der alle Häuser dort in der Stadt, in der vergleichsweise kleinen Stadt bedient hat. Und ich glaube, das sind so Modelle, es gibt es heute auch nicht mehr, aber das sind Modelle aus der Vergangenheit, über die man nochmal nachdenken sollte, ob es nicht sinnvoll wäre, mit eben begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen solche Dinge im Verbund zu denken und eben gerade im eher ländlichen Raum dann Strukturen zu schaffen, wovon viele profitieren können. Ein anderer Aspekt, was Sie angesprochen haben, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, also ich würde zumindest für mein Haus nicht ganz verzichten wollen auf die Großprojekte, aber da kommen wir ja vielleicht nochmal drauf, was mich umtreibt mit meinem ganzen Team hier, da vor allen Dingen auch ökologische Nachhaltigkeitsfragen künftig wesentlich stärker zu bedenken. Aber was wir jetzt gerade in dieser Woche diskutiert haben, wir sind gerade in einer intensiven Diskussion intern, wohin das Museum sich eigentlich in den nächsten Jahren entwickeln soll. Also gerade auch mit Blick auf die potenziellen Bauvorhaben, die bei uns anstehen. Wie soll also das Museum vielleicht in 10 Jahren dem Besucher gegenübertreten? Und da haben wir gerade auch diskutiert, warum immer Sonderausstellungen denken mit unwahrscheinlich vielen Leihgaben. Wir haben die Sammlungen eingangs angesprochen, warum nicht einfach wesentlich stärker einfach auf das zurückgreifen, was wir in den eigenen Depots haben und gucken, was kann man daraus für tolle, spannende Projekte entwickeln und Themenausstellungen zum Beispiel aus den eigenen Beständen zu machen, dann muss ich nicht reisen, dann muss ich die Umwelt gar nicht belasten und kann trotzdem fantastische, interessante Geschichten erzählen. Also das ist zum Beispiel jetzt so eine ganz aktuelle Erfahrung, die wir aus der ganzen Corona-Situation und auch einer ja immer stärker werdenden Nachhaltigkeitsdiskussion im Museumsbereich mitgenommen haben und gucken wollen, dass wir das in Zukunft, sagen wir mal, zumindest anders gewichten und versuchen im Rahmen der Möglichkeiten auch die Schwerpunkte etwas anders zu setzen. Frau Panteleon, gleich weiter. Gerne. Zwei Sachen, die, es wurde zwar schon angesprochen, im ländlichen Raum eine Möglichkeit mit Verbundarbeit, aber tatsächlich ist es ja so, wir sind zu weit auseinander. Also ich meine, der Landkreis Börde ist jetzt nicht gerade der kleinste Kreis, den es hier gibt. Mit im Endeffekt, also in kreislicher Trägerschaft sind wir im Prinzip 4 Häuser. Und tatsächlich ein Museumsdienst würde bei uns keinen Sinn machen, weil man müsste von A nach B rund 50 Kilometer fahren. Und das ist, ich meine, gut, in großen Städten muss man das manchmal auch. Aber ich glaube, das sind Sachen, die einfach vom praktischen Sinn auch manchmal keinen Sinn ergeben. Das, was ich aber nochmal anschließen würde, vor allem ist das Thema Bildungseinrichtung. Denn das, was mich in der ganzen Pandemie, ehrlich gesagt, vollkommen nervt und geärgert hat, ist, wir sind nicht nur Kultureinrichtungen, wir sind Bildungseinrichtungen. Wir sind, zumindest die kreislichen Museen sind fast alle im Amt für Bildung und Kultur, ja, verortet. Es gibt unterschiedliche Regelungen, die als Beispiel die VHS oder die Musikschulen dürfen dies machen als eher Bildungseinrichtungen im Vergleich zu uns. Wir dürfen keine Veranstaltungen und Museumspädagogik anbieten, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Es ist viele Museen, wir auch, haben im vergangenen Jahr uns Ideen einfallen lassen, Hygienekonzepte erstellt, wo der Abstand gehalten werden kann, wo man auch in kleinen Gruppen, also jetzt nicht 50 oder 100 Leute, sondern eben mit 10 oder 15 was machen kann, aber man darf es dann eben nicht. Und das sind Sachen, das kann ich nicht nachvollziehen und da ist auch wirklich meine inständige Hoffnung, dass sich jetzt wirklich was tut und dass man sagt, okay, wir sind Bildungseinrichtung und das muss jetzt bitte auch mal so vermittelt werden, dass da auch wirklich vom Deutschen Museumsbund ein bisschen was kommt, der das natürlich dann eher anschließen kann, als wir als Einzelmuseen. Ja. Da möchte ich anknüpfen, dieser museumspädagogische Dienst, ich kenne nicht, wie der jetzt gestrickt war, aber aus meiner Erfahrung weiß ich auch, dass gerade viele kleinere Institutionen da sehr wohl Interesse dran hätten, gar nicht, weil dann im eigenen Museum die Arbeit geleistet wird, sondern weil die Kommunikation eben zwischen Schulen, zwischen Vereinen, zwischen anderen Vertretern und den Museen laufen kann. Also im letzten Jahr bei der Zukunftswerkstatt Region Magdeburg, wo wir mit den 3 Landkreisen zusammenarbeiteten, kam das immer wieder auf, dass gesagt wurde, ja, wenn ich Lehrer bin, ich habe eine Schulklasse, 7. Klasse in Kalbe und
ich habe ein Thema sowieso und in welches Museum wird es denn jetzt passen? Da fangen die Lehrer dann nicht mehr an, alle Museen abzutelefonieren. Also manche machen es noch, aber das wird dann schwierig. Und da wurde sich so eine Schnittstelle sehr wohl gewünscht, ja, die genau diesen Spagat hinkriegt und sagt, Mensch, fahrt doch mal dahin, passt auch mit den Bahnanschlüssen und dann kriegen wir das auch noch mit dem Regio-Ticket irgendwie geregelt. Ja, das sind dann schon auch so Fragen, die zentral vielleicht besser laufen, wie Herr Könige sagte, wo dann die Synergien möglicherweise greifen. Ja. Herr Könige, Sie melden sich gerade. Ich muss Frau Pantelion kurz widersprechen und ihr trotzdem recht geben. Es ist ein bisschen schwierig. Es ist schon richtig, wenn museumspädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so im Landkreis umherfahren, ist das unpraktisch und es hat mit Nachhaltigkeit auch mal nicht so viel zu tun. Selbst wenn die mit dem Elektrofahrrad unterwegs wären, nicht. Aber was man machen kann, und dafür gibt es Beispiele in anderen Bundesländern, auch bei uns, zum Beispiel Erlebniswelt Museen und Mansfeld Südharz, ist tatsächlich dieses eine Ebene drüber, das zu steuern, also zum Beispiel die museumspädagogischen Angebote zentraler entwickeln zu lassen, sie aufeinander abstimmen zu lassen, um sie dann auch zentraler zu vermarkten. Das heißt dann aber immer, dass man vor Ort, und das ist ja die Schwierigkeit auch, Leute braucht, die entsprechend qualifiziert werden, die ausgebildet werden, die das dann umsetzen. Das sind dann oft Ehrenamtliche oder 450-Euro-Kräfte, Bundesfreiwilligendienstleister und so weiter. Und ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht immer ganz unproblematisch ist mit diesen Menschen, weil wir kennen ja den alten Spruch aus dem Museumsbereich, Ehrenamt braucht Hauptamt, das gilt auch für Museumspädagogik. Es ist schwierig, es kann funktionieren, es kann aber auch ganz bös daneben gehen. Also da muss man wirklich gucken, was gibt es für Modellprojekte anderswo, was kann man übertragen, und gerade der Börde-Landkreis ist jetzt auch nicht ganz dicht mit Museen besiedelt. Ich glaube, dass wir im Verband da 4 oder 5 haben. Also die nördlichen Landkreise sind ja ohnehin nicht so museumsreich, was einfach an der Siedlungsstruktur liegt. Und von daher hat die Kollegin Pantelion schon recht, es ist schwierig, aber es ginge. Man muss es halt mal versuchen. Und hier, das ist jetzt der Appell ans Land, das können die Museen und die Landkreise nicht allein. Da braucht es vom Land unterstützte Modellprojekte. Erlebniswelt Museen ist damals mit 70% Förderung gestartet. Das war 2009. Das Projekt gibt es immer noch, läuft sehr gut und hat auch kaum noch Landesmittel. Also irgendwann, mit ein bisschen Glück, trägt sich es von allein. Da würde ich jetzt, da war ja gleich Stichwort natürlich ans Land, deswegen werde ich da auch gleich natürlich hellhörig. Was ich da jetzt rausgehört habe aus der Diskussion, tatsächlich so eine Art Netzwerkstelle irgendwie, die ich tatsächlich auch vermutlich beim Land sehe als übergeordnete Stelle. Weil das können nicht die einzelnen Landkreise wahrscheinlich stemmen. Das heißt, es müsste was Zentrales sein oder was mehrere Stellen im Norden, Süden, Osten, Westen, wie auch immer, so ein bisschen verteilen. Weil ich glaube, mit einer Person ist dann auch schon wieder schwierig, die Vielfältigkeit abdecken zu können. Aber dann nochmal konkret die Nachfrage. Wäre das tatsächlich auch eine Forderung heraus von den Museen, da sowas auf Landesebene tatsächlich einzurichten, eine Stelle, die dann solche Koordinierungsaufgaben auch mit übernimmt, Koordinierungs-, aber auch Vermarktungsaufgaben, die dann zentral zusammengefasst werden. Ich merke es gerade, in den letzten Jahren in der Staatskanzlei wurde zum Beispiel, ist jetzt ganz groß, sage ich mal, der Claim Musikland Sachsen-Anhalt. Also da versucht man ja, sag ich mal, die ganzen Musikfestivals und was es alles an Musikrichtungen gibt, zusammenzufassen, einheitlich zu vermarkten. Ist das auch was für die Museen, also tatsächlich das beim Land anzusiedeln? Nee, nicht beim Land, beim Museumsverband. Ja. Logisch. Nein, wir haben ja mit dem LISA eine Einrichtung dazu, die das durchaus machen könnte. Ja. Das muss nicht der Museumsverband sein. Aber ich möchte Frau Pantelion nicht das Wort wegnehmen. Alles gut. Im Prinzip würde ich mich da anschließen. Ich wollte Frau Belkius Hinweis nochmal auf die Regionalkonferenzen aufgreifen, weil das ist ja tatsächlich die Sache. Die Frage ist ja, was gewünscht ist. Und ich meine, das können wir als 3 Museumsleute jetzt sowieso nicht entscheiden, weil im Endeffekt geht es ja darum, es ist toll, wenn es ein Angebot gibt, auf das alle Leute zugreifen können. Das heißt wirklich, wenn die Schulen sehen,
das Museum XY bietet das an oder hat diese Ausstellung. Trotzdem ist natürlich eine Frage, kann das Museum von der Strecke aus besucht werden? Gibt es überhaupt die Anfahrtsmöglichkeiten? Muss die Schule einen Bus mieten oder kann sie quasi hinlaufen? Das sind natürlich dann auch immer Fragen, die da gerade berücksichtigt werden müssten. Oder geht es eben tatsächlich um eine Stelle, die dann auch quasi wirklich bucht und Ähnliches? Weil ich glaube, das eine Museum wird es wollen, das andere Museum wird es vielleicht nicht wollen. Ich glaube, das ist dann ein gutes Angebot, was man schaffen kann. Und dann müsste man gucken, was passiert. Ich würde vielleicht auch noch mal ganz kurz darauf reagieren. Also ich würde es auch definitiv nicht als eine zentrale Stelle beim Land oder im Land sehen, sondern wenn wir Vernetzung in der Fläche im ländlichen Raum denken, heißt das ja dezentral an ganz verschiedenen Stellen, da wo die Bedarfe auch da sind. Wenn ich noch mal kurz das Beispiel erwähne, was ich angesprochen habe, also diesen museumspädagogischen Dienst, die es in den 90er Jahren in Dessau gab, das waren zwei Mitarbeiterinnen, die beim Kulturamt der Stadt angestellt waren. Die haben genauso, wie es Herr Könnecke beschrieben hat, und so würde ich es auch verstehen, im Prinzip ja so eine koordinatorische Aufgabe übernommen, eine organisatorische Aufgabe. Die haben durchaus auch Konzepte für die beteiligten Museen, also die kommunalen Museen entwickelt, aber die Arbeit als solche wurde natürlich in den Museen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort gemacht. Also das ersetzt bei Weitem natürlich nicht die Notwendigkeit, in den Häusern auch jeweils die Kunstvermittlungs- oder die pädagogischen Mitarbeiter zu haben. Aber eben, ich komme nun selber aus einer Lehrerfamilie, also ich weiß, was es einfach von organisatorischen Aufwand bedeutet, einen Ausflug aus der Schule heraus in einen außerschulischen Lernort zu machen und da eine zentrale Anlaufstelle eben auch in einem größeren geografischen Raum zu haben, glaube ich, hilft sehr, wo man die wesentlichen Basics, die jetzt auch schon genannt wurden, erfährt, was muss ich beachten, wie komme ich hin, was kostet das Ganze, was sind gute Zeiten, was sind die Dimensionen, die zeitlichen Dimensionen. Und das, denke ich, auch ist was ja, Museumsverband mit Land und Kommunen und den Kreisen eigentlich gut organisieren könnte. Aber es müsste eben, würde sagen, maximal auf Kreisebene oder eben kommunaler Ebene runtergebrochen sein, also nicht auf Landebene. Ich denke, das ist ja auch ein Entwicklungsprozess, den man dann beobachten kann. Da zielt auch eine Frage aus dem Chat nochmal hin, wie das in Zoom-Kreise jetzt digital neu erreicht werden, ob man die behält, wenn wieder Präsenzformate vorherrschen. Wir sind jetzt eigentlich schon ein Stück weiter und ich glaube, ich habe es aus der Runde auch so mitgenommen, dass beides in Zukunft stattfinden wird und nicht entweder oder. Ich bin jetzt mal so ein bisschen ich gucke mal ein bisschen auch nach der Uhr, weil mich die Themen zur Nachhaltigkeit auch ungemein nochmal berühren. Herr Bauer-Friedrich, Sie haben es ja auch schon mehrfach anklingen lassen, ja, der große Aufwand, der mit Sammlungen zu tun hat, zum einen konservatorisch, ja, also wo ja auch im Museumsbereich die Fragen stehen, wie sollen Depots sein, wie sollen Sammlungen sein, wie sollen die Ausstellungen klimatisiert werden. Und Sie sagten ja auch, Sie hätten gern eine Ausstellung länger gezeigt und das ging aus konservatorischen Gründen nicht. Ja, nach 3 Monaten ist bei den meisten Leihgebern Schluss. Das ist so ein großer Themenkomplex, der damit auch zu tun hat. Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, Herrn Könnecke ein bisschen das Wort abgeschnitten, die Hand ist wieder weg, aber Sie können ja dann einfach wieder eingreifen. Ja, dann soll ich gleich weitermachen. Genau. Also ja, ich hatte es ja schon gesagt, also wir diskutieren wirklich gerade im Moment oder ich mit meinem Team zusammen viele Zukunftsfragen fürs Haus, also mittel- bis langfristig, wo wollen wir hin, sowohl was den baulichen Zustand des Hauses angeht, als auch konzeptionell mit den Ausstellungen, sammlungsbezogen und auch Sonderausstellungen, die hier stattfinden. Und da treibt uns mehr und mehr wirklich auch die Frage um, was hat das alles auch unter ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten für Auswirkungen, was wir hier so tun. Und ich kann ein ganz aktuelles Beispiel mitbringen. Wir haben jetzt mal mit dem CO2-Rechner, den es für Museen quasi im Netz auch gibt, mal für eine Leihgabe, die wir jetzt gemacht haben, gerade ganz aktuell für die große Romantikausstellung in Moskau, sind 3 Werke von uns auch dorthin gereist. Und wie das so üblich ist, ab einer bestimmten räumlichen Dimensionen fährt man die Werke nicht mehr durch die Welt, sondern dann fliegen sie durch die Welt. Und unsere Werke, diese 3 Werke, sind also mit einem Flieger von, ich weiß gar nicht wo, in Deutschland abgeflogen, nach Moskau geflogen worden. Und das hat einen CO2-Ausstoß von 1 Tonne in etwa erzeugt. Und die Alternative, hätte man es auf dem Landweg transportiert, wären laut diesem Rechner 0,03 Tonnen gewesen. Und das hat uns einfach nochmal sensibilisiert, was wir mit unserem internationalen Leihverkehr, sowohl was wir anderen Kollegen zur Verfügung stellen, aber auch was wir selber reinholen für unsere Projekte,
für Schäden in der Umwelt anrichten. Und das Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt sage, ich würde da gerne umdenken und vieles anders machen, kann ich das nur sehr bedingt beschließen, weil an vielen Entscheidungen immer wieder die Partner extern mit dranhängen. Und ich kann natürlich den Kollegen vorschreiben, ich möchte nicht, dass das Werk fliegt, sondern es muss per Land transportiert werden. Dann kann ich hoffen, dass die Kollegen das auch so sehen und darauf eingehen. Unter Umständen heißt es dann aber auch, naja, dann leihen wir das Bild nicht, weil aus den und den Gründen können wir das nicht machen, wird uns zu teuer, wie auch immer. Also das ist, glaube ich, was ich so im Vorfeld in unserem Vorgespräch schon sagte, wir Museen sind sehr behäbige Tanker. Je größer, umso behäbiger. Aber auch, ich glaube, insgesamt als Institution sind wir ein Typus von Museen, wo sich Dinge sehr langsam verändern. Und es braucht lange Diskussionen. Und was Sie jetzt angesprochen hatten, was ich sagte, diese 3-Monats-Regel, hat sich vielleicht als Besucher noch niemand gefragt, warum laufen Ausstellungen in Museen immer 3 Monate? Wo kommt das her? Das hat in allererster Linie eigentlich was mit den konservatorischen Maßgaben zu tun, die gerade für alle konservatorisch schwierigen Objekte, also alle, die lichtempfindlich sind, hat man sich vor langer Zeit mal, vor allen Dingen in den 70er Jahren, wurden die wesentlichen Entscheidungen getroffen, darauf verständigt, nach 3 Monaten ist Schluss, dann muss das alles erstmal wieder ins schützende Dunkel. Mittlerweile sind natürlich aber Forschungen und auch Diskussionen unter Restauratoren weitergegangen und es geht eigentlich weniger um die pauschale absolute Zeit, wie lange eine Ausstellung geht, sondern wie lange tatsächlich ein Objekt irgendwelchen schädigen Einflüssen ausgesetzt ist. Das heißt, man könnte ganz anders agieren. Bis das aber in den Köpfen und dann auch wieder im allgemeinen Usus angekommen ist, vergeht einfach aus meiner Sicht, bin ein ungeduldiger Mensch, viel zu viel Zeit. Und da würde ich gerne zu einem schnelleren Umdenken kommen, dass Projekte eben auch mal länger laufen können, dass durchaus mal eine Sonderausstellung 4, 5, vielleicht auch 6 Monate möglich ist. Das, wie gesagt, erfordert ein Umdenken. Dann geht es mir ganz massiv darum, dass wir in Zukunft wirklich auch darauf schauen und Acht haben, wie transportieren wir unsere Werke? Ist es zwingend auch wirklich notwendig, jedes Werk auch zu haben und quer durch die ganze Welt mit dem Flieger zu transportieren? Und das haben wir jetzt gerade jüngst auch diskutiert, wenn wir jetzt zum Beispiel für die großen Ausstellungen, heißt es ja immer auch wieder eine neue Architektur zu errichten. Bislang, gebe ich ganz offen zu, waren wir da auch nicht sehr vorbildlich und haben eigentlich wirklich für diese 3 Monate gelebt, gebaut und danach wurde vieles wieder vernichtet. Das heißt, in den Container geworfen. Das wollen wir künftig so nicht mehr machen, sondern wir wollen gucken, dass wir, wenn wir etwas bauen, die Objekte oder die Materialien so wählen und auch die Dinge, die gebaut werden, so wählen, dass man es entweder wiederverwenden kann oder dass es dann, wenn auch nur für 3 Monate, dann wenigstens aus Materialien ist, die dann eine gewisse ökologische Nachhaltigkeit oder einen nicht zu großen negativen Abdruck hinterlassen. Wo wir aber dann wiederum ganz schnell auch an Grenzen kommen, was dann wiederum unsere Fördermittelgeber uns vorschreiben, wenn es dann heißt, es muss eben preiswert und das Billigste sein, dann ist es oft eben nicht nachhaltig, weil man ein bisschen mehr dann investieren muss. Also auch da, glaube ich, heißt es wieder ein Umdenken auf allen Seiten, sowohl bei uns, die wir es planen und realisieren, aber auch bei Geldgebern und bei sonstigen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz, wenn ich da einhaken darf, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, dass sag ich mal, solche Anforderungen natürlich auch an uns, an Politik herangetragen werden. Ne? Was dann, wenn Sie in die Richtung denken, und ich nehme das gerade ganz, ganz positiv wahr, in welche Richtung Sie da in Ihrem Haus denken, das ist ja schon sehr, sehr umfänglich. Und ich finde es auch wichtig, dass die Museen tatsächlich in diese Richtung auch denken, sich diesem Thema stellen und genau überlegen. Wenn ich eben so ein umfangreiches, sag ich mal, Depot habe mit umfangreichen Sammlungen, ist es nicht auch wert, diese mal zu zeigen und die vorzuziehen und eine andere Gewichtung draufzulegen, bis hin, was Sie gerade verdeutlicht haben, in den Materialien, die man verwendet. Aber das ist dann eben ganz wichtig, dass dieses Signal auch kommt an diejenigen, die letztendlich dann entscheiden, Fördermittel vergeben, dass das Signal auch kommt, wir wollen so wirtschaften, wir wollen das so tun und bitte legt dann die Fördermittelrichtlinien auch so aus, dass es für uns möglich ist. Das ist dann eventuell so, muss nicht immer sein, muss nicht zwingend sein, dass vielleicht nachhaltigere Materialien vielleicht kostspieliger sind, muss aber nicht zwingend sein. Also will ich jetzt nicht gleich sagen, dass es immer gleich auch teurer ist. Aber ich finde, in die Richtung sollten wir alle denken. Und dann müssen wir natürlich auch auf der Fördermittelgeberseite natürlich auch die entsprechenden Richtlinien danach stricken. Und das muss man uns dann auf die Fahnen schreiben. Klar, wenn wir das auch, wenn das eben politischer Wille auch ist, sagen wir, dass wir insgesamt auf in allen Bereichen, da gehört eben Kunst und Kultur dann auch dazu, eben insgesamt ökologischer, nachhaltiger dann auch arbeiten.
Das finde ich großartig, dass Sie sich da mit Ihrem Team da so umfangreiche Gedanken gerade machen, sich auch dem Thema stellen. Das ist nicht einfach. Und gerade wenn man jetzt noch weitergeht und sagt, irgendwie man energetische Sanierung eines Hauses, ich kann jetzt das Kunstmuseum Moritzburg jetzt nicht irgendwie eine Wärmeverbundsystem vorne drauf pappen, da kommt dann der Denkmalschutz. Also das funktioniert nicht. Es sind ja auch überall dann Grenzen dem ganzen Gesetz. Aber ich glaube, wenn man in die Richtung denkt, dann kann man in vielen Bereichen optimieren. Und ich glaube, das kommt dann auch gut so einem Haus, also steht dann auch so einem Haus gut zu Gesicht eben, wenn man das auch nach außen den Besuchern darstellen kann, wie man eben auch nachhaltig wirtschaftet. Damit im Zusammenhang stand ja auch noch die Frage der Öffnungszeiten. Wenn Sie so eine Sonderausstellung haben, wäre es natürlich auch schön, wenn die dann unter der Woche nicht 17 Uhr schließt, aber wenn sie länger öffnen könnte, so dass die Normalbürgerinnen und dann auch abends vielleicht statt Theater oder statt Kneipe vorher noch ins Museum gehen. Auch das braucht natürlich dann eine andere Personalbudgetierung, das ist auch klar. Ne? Also dass wir, was jetzt auch schon mal mit anklang, dass die Museen nicht nur Museen sind, sondern auch außerschulische Lernorte, aber auch Begegnungsorte, die sich öffnen für auch einfach mal abends gar nicht nur zur Bildung dahin zu gehen, sondern wie sie so sagt, mal noch ein Bild gucken, eine Stunde und dann weiter mit den Freunden ziehen. Ja, Herr König, Sie waren an der Reihe. Ich will mal eine andere Perspektive aufmachen. Wir haben jetzt die Perspektive größeres Kunstmuseum gehört. Ja. So diese konservatorischen Anforderungen gelten im Kunstbereich natürlich. In anderen Museen technischer Art gelten sie so nicht und trotzdem machen die auch nur 3 Monate Ausstellung, weil sie sich diesem Rhythmus anpassen. Ich glaube, das liegt oft auch daran, dass viele Museen sich als Ausstellungshäuser definieren. Ich mache Ausstellung, Ausstellung, Ausstellung. Das ist nicht notwendig. Man kann auch mal eine Ausstellungsfläche ein paar Monate leer stehen lassen oder da Veranstaltungen drin machen. Zum Thema Wiederverwendung von Ausstellungsequipment. Also in den kleineren und mittleren Häusern ist das der Regelfall. Die haben vor 20 oder 30 Jahren Vitrinen angeschafft, die für jede Wechselausstellung genutzt werden. Da ist das Ziel quasi schon erreicht. Ich glaube auch, dass die energetische Ertüchtigung von Museumsgebäuden in der Theorie immer schön klingt, in der Praxis aber einen Haufen CO2 kostet, bis es energetisch ertüchtigt ist. Und dann kann dieses Haus 100 Jahre genutzt werden, und es wird trotzdem nicht abgearbeitet, das CO2, was da ausgestoßen worden ist. Da muss man, glaube ich, auch einfach mit dem vorhandenen Bestand schlicht und ergreifend mal leben. Ich sehe auch nicht, dass der Denkmalschutz da Grenzen setzen darf. Am Ende sind alle Gebäude, die wir haben, ja immer genutzt worden und immer umgebaut worden. Jede Burg, jedes Schloss, jedes Museumsgebäude ist umgebaut worden, noch und nöcher. Und wir tun immer so, als wenn der Denkmalschutz quasi einen Zustand konserviert und sagt, das ist es. Aber dieser Zustand ist ja immer so ein utopischer Zustand. Der existierte ja in der Form wahrscheinlich nie, der dann erhalten wird. Da kann man auch mal kreativer sein. Ich glaube, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, haben die Museen auch eine andere Aufgabe. Sie können Vorbild sein für den Neubau, für den Depotbau, ohne Frage. Aber ich glaube, dass sie viel stärker als Multiplikatoren dienen sollten, dass sie dieses Thema Nachhaltigkeit, sei es jetzt ökologischer oder sozialer Art, viel stärker über Ausstellungen, Diskussionsrunden, Veranstaltungen und vor allen Dingen Vermittlungsarbeit propagieren können. Da sehe ich die Stärke des Museums. Es erreicht sehr viele unterschiedliche Menschen, viel breitere Bevölkerungsschichten als beispielsweise eine Oper oder ein Theater, die ja doch vergleichsweise exklusive Veranstaltung ist. Und zwar keineswegs nur wegen Bildungsniveau oder Eintrittspreis. Ein Museum ist ja viel breiter in der Besucherstruktur. Und ich glaube, dass man das nutzen kann, um einfach diese Diskurse für die Zukunft im Museum anzuregen durch Ausstellungen und eben auch durch Vermittlungsarbeit für gerade Schulklassen, jüngere Menschen und Ähnliches. Da sehe ich mehr Erfolgsaussichten beim Thema Nachhaltigkeit, als jedes Museum jetzt energetisch umzubauen. Das halte ich für, ehrlich gesagt, nicht für den richtigen Weg. Das wird auch nicht gehen. Also in der Moritzburg, seien wir ehrlich, Herr Bauer-Friedrich, viel besser wird es nicht als das, wie es jetzt ist. Und ich glaube, bei Frau Panteleon auch nicht. Und damit muss man einfach leben. Wir können nicht alles ökologisch nachhaltig machen. Und das ist auch nicht notwendig. Wir müssen die großen Sachen machen. Und dann haben wir auch genügend Luft, um die kleinen Sachen auch mal durchgehen zu lassen. Frau Panteleon, schließen Sie einfach an. Sie waren eh angesprochen. Gerne. Im Prinzip sind es also zwei Sachen, die ich dazu noch sagen möchte. Das eine ist,
Sonderausstellung. Wir haben es jetzt seit einer Zeit eh so gemacht, dass wir quasi eine Sonderausstellung im Jahr gemacht haben, mit einer Dauer von unterschiedlich, ich sag mal im Schnitt, also 8 bis 9 Monaten. Wir haben im Winter immer 2 Monate Saisonpause, wo innen geschlossen ist oder generell geschlossen ist und der Rest dann mit einer Ausstellung. Früher gab es mehr, 2 bis zu 3 Sonderausstellungen im Jahr, nicht unbedingt immer mit Leihgaben aus vom größeren Umfeld, teilweise eben auch, so wie Herr Bauer Friedrich schon gesagt hat, eben Ausstellungen aus dem Eigenbestand, was dann natürlich energetisch sowieso recht sinnvoll ist. Das hatte damals den Hintergrund, dass gesagt wurde, es soll belebt sein. Also dass die Museumsbesucher oft dann sagen, ja, die Ausstellung kenne ich doch schon, aber jetzt ist wieder was Neues, jetzt komme ich. Aber natürlich ist es auf der anderen Seite wieder so, dass es manchmal eben auch erstmal bei den Besuchern ankommen muss, dass es eine neue Ausstellung gibt und dann ist die Ausstellung nach 3 Monaten schon wieder beendet. Deshalb bin ich da ehrlich gesagt auch kein Freund von. Dann wurde natürlich das Thema energetische Sanierung oder nachhaltige Sanierung angesprochen. Wir stehen jetzt gerade vor der Sanierung, noch sitze ich in meinem Büro, bald nicht mehr. Ich denke, ist es sinnvoll, ist es richtig. Also ich meine, wir haben das Glück, wir sitzen in Hamburg, das ist ein Denkmal. Natürlich haben wir immer auch Auflagen oder Bedingungen, um unser Baudenkmal zu erhalten, weil das wollen wir ja auch. Wir wollen ja nicht nur Sachgut erhalten, sondern eben auch Architektur und alles, was dazugehört. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass wir uns da an gewisse Regelungen halten müssen. Ich glaube, wo saniert werden muss, das ist immer die Sache. Ich meine, bei uns jetzt auch, es hat ja einen Grund, warum wir sanieren. Die Elektrik ist zuletzt vor 40 Jahren gemacht worden oder ähnliches. Also wo man sagen muss, das Ganze hat nicht mehr einen Standard, den man sowohl museologisch als auch technisch verwenden kann. Und ähnlich ist es ja auch mit Brandschutz und Barrierefreiheit. Also es gibt einfach Sachen, da müssen Museen sanieren. Und wenn sie sanieren, dann können sie es aber natürlich auch so machen, dass es dann auch einen Sinn noch zusätzlich für die Nachhaltigkeit hat. Also natürlich sind bei uns dann Sachen wie Dämmung oder energetische Fenster oder gut, die Heizung haben wir jetzt in der letzten Sanierung schon auf Fernwärme bzw. Nahwärme umgestellt. Aber das wird jetzt natürlich fortgesetzt. Also solche Sachen können gemacht werden, wenn dann gebaut wird. Aber das sollte dann vielleicht teilweise eben auch wirklich nicht unbedingt der Grund sein, um etwas grundlegend zu sanieren. Ja, wir haben die Neigung, also wir gehen jetzt gegen 17 Uhr, wir haben unheimlich viel angesprochen. Ich gucke auch mal so ein bisschen auf meine Liste, was auch im Vorfeld angeklungen ist. Im Grunde steht jetzt nur noch ein Stichwort Sammeln und Entsammeln, weil Sammeln kostet auch Raum. Da hat ja der Museumsverband, der Bundesverband sich ja relativ klar geäußert. Das ist ja auch nochmal ein großes Thema. Wie viel Platz brauchen wir für welche Objekte? Vielleicht, wenn Herr Könnecke, wenn Sie da noch mal kurz was zu sagen wollen, weil das betrifft natürlich auch ganz viele Museen. Wie gehen wir mit dem Platz in den Depots um? Und dann würde ich auch so ganz langsam Sie schon mal auf Ihre Schlusswünsche einstimmen. Ist eine ganz schwierige Frage, ist ein ganz schwieriges Thema. Entsammeln ist in den Museen in vielen Museen ein rotes Tuch. Das gibt es nicht, das wird nicht gemacht, das ist inventarisiert, wir müssen das für die Ewigkeit bewahren und so weiter und so fort. Ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren, wird sich diese Haltung aufweichen müssen. Viele Museen haben große Probleme in den Depots, in den Magazinen, nicht nur, weil sie voll sind, sondern auch, weil sie der Sammlung nicht mehr Herr werden, weil es konservatorische Probleme gibt, weil es da klimatische Probleme gibt. All das führt am Ende dazu, dass dort Sammlungsgut, das an sich wertvoll und erhaltenswert ist, verfällt, weil sich niemand kümmern kann. Das liegt natürlich auch am Personalmangel, am Geldmangel. Es liegt aber auch daran, dass man so viel gesammelt hat, dass man es nicht mehr kontrollieren kann. Und da braucht es tatsächlich meines Erachtens ein Umdenken. Entsammeln heißt ja nicht wegwerfen, heißt ja nicht, ich mache alles in die Tonne. Entsammeln heißt ja erstmal, ich sichte meinen Bestand, ich bewerte meinen Bestand, ich gucke, was passt ins Profil des Hauses, was passt nicht ins Profil des Hauses. Ich spreche andere Museen an, ich spreche andere Sammlungen an. Ist jetzt wieder ein ganz fieses Wort. Ich kann auch was veräußern als Museum, muss ich natürlich mit meinem Träger absprechen. Aber am Ende kann der Weg auch sein, dass man Dinge entsorgt, unter anderem, weil sie
20 Mal da sind und das Nachbarmuseum hat es noch 10 Mal und das Museum im nächsten Landkreis hat es noch 20 Mal. Das hilft uns allen nicht. Auch hier gilt es, die Sammlungen stärker zu vernetzen. Wir wollen das in den nächsten Jahren als Verband angehen. Ich hoffe, dass genügend Museen mitmachen, dass wir ein paar Modellprojekte bekommen, wie man das sinnvoll machen kann, dass man Sammlungsschwerpunkte bilden kann, dass man eben auch, und das ist ja das Problem, dass man auch etwas abgibt, egal in welcher Form man es abgibt, das ist für viele Museen ein Problem. Und das ist, da gibt es zu Recht Bedenken dagegen, weil jedes Exponat individuell sein kann und auch individuell sein sollte. Aber am Ende können wir dieses Problem Depotmagazine nur gemeinsam lösen. Und das heißt eben auch, dass alle ein bisschen über den eigenen Schatten springen müssen. Das ist natürlich, für Herrn Bauer Friedrich ist das ein bisschen einfacher, weil da nicht so viel 0815 Alltagsgut dabei ist. Bei Frau Pantheon weiß ich es nicht genau, aber ich glaube, die hat auch ganz viele Sensen und Mähbalken und sowas, die anderswo auch da sind. Da muss man schauen. Da braucht es am Ende auch Landesunterstützung, das wird nicht anders gehen. Da braucht es vielleicht auch ein paar Depotneubauten, die auf Kreisebene funktionieren, vielleicht auch mal landkreisübergreifend, vielleicht auch mal bundeslandübergreifend. Es gibt ja Modellprojekte dazu, in Westfalen zum Beispiel, in Münster gibt es eins, anderswo auch. Ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, ist eine ganz, ganz lange Aufgabe. Da werden wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren nicht so weit kommen. Aber am Ende führt da aus meiner Sicht kein Weg dran vorbei. Aber da sind uns als Museumsverband so ein bisschen die Hände gebunden. Die Museen müssen es wollen und machen. Wir können es nur anregen. Herr Bauer Friedrich. Ja, wie Herr Königke schon sagte, also das Thema Entsammeln ist Gott sei Dank, sagen wir es mal so, nicht mehr so sehr ein rotes Tuch, wie es noch vor einigen Jahren war. Aber auch das ist wieder typisch für uns Museen. Manche Prozesse dauern wahnsinnig lang, bis da ein Umdenken beginnt und sich dann durchsetzt und auch zu Ergebnissen führt. Ich diskutiere das schon ein paar Jahre ganz offen auch hier bei mir in der Stiftung. Klar, ich habe vieles, was von der Qualität her einfach so ist, weil es auch quasi genuin zum Profil unseres Hauses dazu gehört, wo es gar keine Notwendigkeit gibt, sich davon zu trennen. Aber wir haben auch viele Dinge, ich sage mal so, die nicht von uns intendiert zu uns gekommen sind. Sie sind da aus verschiedensten Zusammenhängen. Ein ganz Riesenkonvolut, was uns noch viele Jahre beschäftigen wird, ist der ganze Themenbereich Bodenreform. Also all das, was 45, 46 enteignet wurde und dann erstmal hier als zentralen Ort Moritzburg in Sachsen-Anhalt ankam, was bei uns ist, was nicht konzeptionell profilmäßig in unsere Sammlung gehört. Und da gibt es Dinge, wo ich sehr, sehr gern den Diskurs führen würde. Wo sind vielleicht andere geeignetere Orte, wo diese Objekte auch quasi eine öffentliche Wahrnehmung erfahren können? Denn bei uns sind sie in den Depots. Sie belasten uns, indem wir sie erhalten wollen natürlich, aber auch müssen, keine vernünftige Depotfläche haben. Und woanders aber vielleicht sogar die Chance hätten, auch ausgestellt und wahrgenommen zu werden. Also das ist was, wo ich zumindest und weiß ja auch viele Kollegen mittlerweile anders drüber denken und eher bereit sind zu entsammeln, die Sammlung auch damit ja zu stärken, um es positiv zu formulieren, Profile wesentlich stärker sichtbar zu machen und auszubauen. Und letztendlich aber auch nochmal in Richtung Politik. Auch das ist natürlich ein großes Reizwort, Herr Könnecke, was Sie sagten, mit veräußern. Sehe ich genauso. Es gäbe sicherlich den einen oder anderen Bestand oder auch Bestände, wo man auch tatsächlich über einen veräußern, also im Sinne von aussondern und auch wirklich verkaufen zum Beispiel reden könnte. Dann muss aber auch der Gesetzgeber uns die Möglichkeiten dazu schaffen, dass wir das dürfen. Denn letztendlich sind das alles bilanzierte Vermögenswerte, sei es kommunal oder Land oder bei uns quasi Stiftungsvermögen. Und unsere Aufgabe zum Beispiel als Stiftung ist ja eigentlich genuin Vermögen zu erhalten und nicht zu reduzieren. Dann müssen da natürlich auch die Vorgaben oder die Rahmenmöglichkeiten geschaffen werden, dass man so etwas tun kann, wenn eben alle anderen Varianten, verteilen, abgeben, Dauerleihgaben, wie auch immer, nicht greifen. Aber es ist ein Thema, was, glaube ich, noch wesentlich stärker und offensiver und ich glaube auch für die Öffentlichkeit geführt werden müsste. Vielen Dank. Ich würde Sie bitten, jetzt so mal nochmal in sich zu gehen und zu schauen, was wären jetzt so die wichtigsten oder der wichtigste Wunsch in Bezug Unterstützung, was Corona anbelangt und in Bezug Unterstützung, was Nachhaltigkeit anbelangt. Darf ich einfach frei rum, Frau Dr. Pantaleon, was ganz spontan, was ist für Sie am hilfreichsten?
Naja, das eine wären, denke ich, wirklich ganz klare Leitlinien und auch konstante Leitlinien, an denen wir uns orientieren können und auch dann sollen. Wir wollen uns öffnen, wir wollen für unsere Besucher da sein. Und es ist dann natürlich nicht leicht, wenn alle 2 Wochen eine neue Verordnung kommt. Das ist uns ganz klar, dass man das flexibel bleiben muss. Das haben wir gelernt. Im Prinzip teilweise so, dass man selber sagt, man plant gar nicht mehr, sondern man wartet, was kommt. Aber für andere Projekte muss man irgendwo planen können. Das ist das eine. Und das zweite wäre für mich dann wirklich auch Nachhaltigkeit, ist tatsächlich dann wirklich auch die Stellung sowohl der Menschen als auch der Politik zu ihren Museen. Denn bei Archiven ist es ganz klar, also Archivgut ist pflichtig aufzubewahren, Sachgut nicht. Warum ist das so? Und das, finde ich, sollte genauso wie auch der Bereich immateriellem Kulturerbe mal überdacht werden, ob es da nicht auch generell wirklich auch dann bundesweit oder generell eine Überarbeitung geben soll, um dieses Schlagwort freiwillige Ausgaben auch vielleicht mal zu tilgen. Dankeschön. Herr Könnecke, jetzt. Beim Thema Nachhaltigkeit würde ich mir vom Land wünschen, dass wir als Verband Stellen, die wir derzeit auf Projektbasis haben, also ICAD schon Provenienz, verstetigt bekommen. Das heißt, dass es die institutionelle Förderung entsprechend aufgestockt wird, damit wir einfach mit diesen Projekten viel stärker in der Landschaft aktiv sein können. Das ist immer schwierig, ist auch für die Kolleginnen ein bisschen schwierig. Das ist natürlich ein Wunsch, den wir immer ans Ministerium herantragen. Das Ministerium würde das wahrscheinlich auch gern wollen. Am Ende braucht es dazu eine politische Entscheidung von weiter oben. Ich hätte auch gerne zusätzlich ein bisschen Personal zum Thema Ausstellungsberatung, damit wir eben diese, was Herr Bauer-Friedrich angesprochen hat, diese Nachhaltigkeit von Ausstellungsprojekten auch mal landesweit betreuen können. Sonst machen das die Museen ja für sich. Wir können das als Verband derzeit einfach nicht. Wir haben die Stellen nicht. Also eine Ausstellungsberatung hätte ich gern. Das sind aber so wirklich individuelle Wünsche des Museumsverbandes, die am Ende indirekt natürlich der Museumslandschaft helfen, die natürlich aber auch den Verband als solchen stärken. Ansonsten würde ich Frau Pantelion einfach zustimmen, dieser Stellenwert von Kultur, den kann man natürlich erhöhen. Ich glaube, dass die meisten Kommunen zu ihren Museen stehen, dass sie diese Museen gerne unterstützen. Das ist das, was wir von den Landkreisen, den Oberbürgermeisterinnen und so weiter hören. Die wollen diese Museen nicht schließen, aber die Kommunen haben oft nicht die Mittel. Und da sind wir wieder beim Thema Verbundprojekte. Das muss nicht immer der Museumsverband sein, das kann auch das LISA sein, das kann auch der Landesheimatbund sein, dass man einfach diese Verbundprojekte stärkt und vor allen Dingen so ein bisschen aus diesen Förderzyklen herausnimmt. Weil wir haben ja auch bei langfristigen Ausstellungsprojekten, die ja schon mal 3-4 Jahre sein können, immer das Problem, man braucht eine Verfügungsermächtigung, um dann später agieren zu können. Das bremst uns ein bisschen aus, das bremst alle ein bisschen aus. Ich glaube, die Langfristigkeit der Förderung wäre auch ein Signal und das ist aber sehr illusorisch und utopisch, die Änderung der Eigenmittelanteile. Wir reden ja von 50% für die Kommunen, von 70% bei den Vereinen. Das Problem ist, wenn ein Stein in dieser Mauer fällt, dann fällt er für alle und dann wird es fürs Land arg teuer. Ich kann das nachvollziehen, wenn es bei 50% bleibt. Deswegen wäre ich trotzdem nicht müde, das anzusprechen. Das machen wir als Verband schon seit 10 Jahren. Herr Bauer-Friedrich, was wünschen Sie sich? Ja, ich kann mich erstmal nur an meine beiden Vorredner auf jeden Fall anschließen, würde noch sagen, was ich mir wünschen würde, dass wir, gibt ja auch viele Diskussionen darüber, vielleicht doch nochmal die Initiative ergreifen, wegzukommen von der Freiwilligkeit kultureller Aufgaben. Denn ich glaube, das hat uns ja, haben wir ja eingangs auch schon besprochen, die Pandemie gezeigt, wie sehr es für uns dann doch schmerzlich eigentlich zum Leben dazugehört, wie sehr wir es jetzt eben vermissen. Und dass wir Museen eben oder allgemein wir Kultureinrichtungen eben nicht nur ein Freizeitfaktor sind, der das Sahnehäubchen obendrauf ist, sondern so wie es Frau Pantelion auch sagte, wir natürlich auch eine Bildungsaufgabe erfüllen. Ich werde nicht müde, immer wieder zu sagen, ich verfechte den alten Bildungsauftrag, den wir als Museen auch haben. Und insofern sind wir natürlich relevant und dann kann es nicht so sein, dass nur ein Teil aus den ganzen Bereichen, die zu so einer Pandemielage beitragen können, dann ganz schmerzhaft den Beitrag leistet und andere Bereiche stärker verschont werden.
Also das wäre von meiner Seite jetzt so ein Wunsch. Wir müssen uns ja auch, wenn man jetzt Ökologie und sonstige pandemische Situationen quasi mal zusammendenkt, auf weitere Krisensituationen leider wahrscheinlich in Zukunft einstellen. Dass man also, wenn wir das Gröbste hinter uns haben, was Corona angeht, hoffentlich mal Manöverkritik betreibt und schaut, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und was können und müssen wir beim nächsten Mal, auch wenn wir alle nicht wissen, wie die nächste Situation vielleicht sein wird, aber welche Szenarien müssen wir rechtzeitig im Vorfeld auch bedenken und vorbereiten, um vielleicht besser gewappnet zu sein beim nächsten Mal? Also das wäre mein großer Wunsch. Das andere ist, dass wir ja quasi versuchen, das Beste jetzt eigentlich an Erfahrungen, die wir als Museen gemacht haben mit dieser Situation, was wir so besprochen haben, Digitalität und dergleichen mitnehmen können und da aber jetzt nicht quasi wieder an den Mühlen der Ebene angekommen sind und quasi dann doch wieder nicht mehr die Ressourcen haben, um das alles langfristig am Laufen zu halten. Sprich also da auch wirklich die Rückendeckung kriegen, das durchführen zu können weiter, was wir jetzt aus einer Notsituation heraus entwickelt haben, aber was wir ja gemerkt haben, was eben auch nicht einfach nur Luxus ist, sondern was essentiell zu unserem Dasein mit dazugehört. Und da quasi die notwendige Unterstützung zu haben. Und wenn man dann schon, wie ich skizziert habe, eben auch nach vorn denken will, dann nicht an irgendwelchen gesetzlichen Rahmen oder Förderrichtlinien scheitert, weil man es nur mit großer Verbiegung und Argumentation und Antragslyrik dann noch rechtfertigen kann, bestimmte Dinge zu machen. Also vielleicht, glaube ich, einfach stärker, auch noch stärker, als es schon ist, in den Austausch miteinander zu treten, um Dinge zum Positiven verändern zu können. Vielen Dank. Wolfgang, du hast jetzt wahnsinnig viel an Material mitgenommen. Ja, wir werden das ja auch ein bisschen aufbereiten. Also du musst jetzt dir nicht alles merken, logischerweise. Ja, was ist jetzt dein Fazit nach diesen intensiven 1,5 Stunden? Naja, es ist wieder ganz, ganz schön viel zusammengekommen. Ich habe wiederum viel Einblick bekommen in die Arbeit der Museen, in die Arbeit im Museumsverband. Sind, glaube ich, ganz wichtige Themen heute angesprochen worden, die ich in meine Arbeit mitnehmen kann und auch mitnehmen will. Ich glaube, das Letzte, was Herr Bauer-Friedrich gerade noch mal gesagt hat, das finde ich noch mal ganz wichtig. Und deswegen haben wir ja auch diese Gesprächsreihe insgesamt auch aufgelegt. Und das habe ich auch in dieser Pandemie, nehme ich positiv mit raus, durch die Möglichkeiten, die man plötzlich alle entdeckt haben. Wir können Videokonferenzen machen. Die gab es ja schon vorher auch, aber man hat irgendwie die Notwendigkeit nicht gehabt. Kommt man aber doch tatsächlich öfters oder hat zumindest die Möglichkeit, öfters mal schnell für ein Stündchen zusammenzukommen. Und das würde ich tatsächlich gern als was Positives nutzen wollen. Also nicht abzuwarten bis zur nächsten Vernissage oder Ausstellungseröffnung oder sonst irgendeinem Event, wo man sich vielleicht trifft und mal kurz im Vorübergehen ein Wort miteinander wechseln kann, sondern tatsächlich kontinuierlich versucht, in einem regelmäßigen Abstand solche Gespräche zu führen in der Konstellation oder in anderen Konstellationen, auch mal die Genres mischen. Das ist für mich ein unheimlicher Gewinn und dieser Austausch, der dort stattfindet, der Wissensgewinn, insbesondere für mich als Politiker, da kommt so viel rüber und so viele Ansätze, die man dann auch umsetzen kann oder zumindest den Versuch starten kann, wo man so viel mitnehmen kann für unsere tägliche Arbeit. Und das finde ich extrem wichtig. Und das hat mir jetzt wieder heute unheimlich viel gebracht, sehr viel, viel Spaß gemacht. Von daher vielen, vielen Dank an Sie drei. Auch vielen, vielen Dank an Uta für die Moderation. Also ich moderiere noch nicht ab, aber ich bin ja jetzt wahrscheinlich der letzte Redner gerade. Also vielen, vielen Dank auch für die Organisation. Da weiß ich, steckt auch viel dahinter, um das alles möglich zu machen. Und ich hoffe, dass wir diese Gespräche weiterführen können. Von meiner Seite aus will ich das gerne tun, sofern ich am 6. Juni wiedergewählt werde und wieder die Aufgabe wahrnehmen darf. Möchte ich das aufgreifen. Das Haus in Halle kenne ich ja. Ich freue mich auf die nächste Ausstellung. Das Museum im Bördekreis kenne ich noch nicht, Frau Pantaleon. Aber ich bin sehr neugierig als gelernter Landschaftsgärtner auf dem Kräutergarten bei Ihnen. Von daher, der nächste Besuch ist auf jeden Fall in der Börde. Vielen Dank. Ja, dann kann ich jetzt auch nochmal danken. Und ich finde es jetzt auch sehr interessant, weil es jetzt das zweite Gespräch ja auch war und wir auch sonst viel unterwegs sind zum Thema Kulturpolitik. Also neben den ganzen Details, die wirklich den Museumsbereich
betreffen, gab es doch auch viele Wünsche, die ganz zentral sind. Also eine zentrale Beratung für Kultureinrichtungen, die eben über das Alltagsgeschehen hinausgehen, war auch letztens Thema. Die freiwillige Leistung ist ganz klar, wenn die Kommunen streichen müssen, weil sie gar nicht anders dürfen, dann erübrigt sich ja schon fast jede Diskussion. Auch dieses, was sie gerade sagt, Manöverkritik nach Corona, um auch für die Zukunft besser gewappnet zu sein. Das war auch der Wunsch aus dem Bereich Musik, dass wir da genau schauen, nicht wieder in dieses tiefe Loch zu fallen. Die Synergien zu nutzen war auch wichtig, denn alles, was sie selbst in ihren Einrichtungen ausprobieren, dann auch gleich zu kommunizieren an die Kolleginnen und Kollegen und eben auch relativ früh in die Politik und in die Verwaltung, damit gut gemeinte Dinge dann auch wirklich gut gemacht sind. Das war jetzt mal so das Deutlichste, was ich aus diesen beiden Gesprächen jetzt mitgenommen habe. Und ich würde dann den Werbeblock noch anschließen. Wir haben am 31. Mai ein Gespräch zum Thema Theater mit Julien Chavard, dem designierten Generalintendanten des Theaters Magdeburg ab 2022. Maria Gebhardt, die Geschäftsführerin von Lanze, dem Landeszentrum der Freien Theater, so dass wir also da auch nochmal den Blick auf die kleineren Häuser und die Fläche haben. Und Jörg Menge-Peitmeier, freier Theaterautor, Stadtschreiber in Magdeburg 2020 gewesen. Auch da nochmal ein ganz anderer Blick. Und ich denke, es wird ähnlich spannend und es wird vieles Konkrete geben, was anders ist als im Museum und in der Musiklandschaft und auch etliches was. Und alle umtreibt. Genau, darauf freue ich mich. Und Herr Könige, Sie möchten auch noch etwas sagen. Gerne. Ihr Mikro müssten Sie anstellen. Habe ich gerade gesehen. Ich wollte auch noch eine kleine Werbung machen. Und zwar für Frau Panteleon und Herrn Bauer Friedrich. Wir haben als Museumsverband ja zum Internationalen Museumstag eine Podcast-Reihe produziert. Der Herr Bauer Friedrich ist am 6. Juni dran. Zusammen mit der Kollegin Labs aus Magdeburg und dem Kollegen, helfen Sie mit dem Namen, Reber aus Dessau? Ruben Rebmann, ich könnte das Mikro Rebmann, so schnell genau. Nicht gefunden. Ruben Rebmann von der Anhaltischen Gemäldegalerie. Und die Frau Panteleon ist dran im Juli. Ich schaue schnell mal nach dem Datum. Meine eine Woche später am 13. Juni. Genau. Und die Podcasts bisher Museumslauschen heißen die, die sind alle gut und ich glaube, die zwei sind auch super. Also wenn Werbung gestattet war, wovon ja. Ich jetzt ausgegangen bin, mache ich das einfach. Da sind wir ja auch bei anderen Medien, in dem Fall Podcast läuft auch auf unserem YouTube-Kanal. Super, ja. Einwandfrei, der Werbeblock auch bestanden. Was ich vielleicht jetzt noch ganz kurz zum Schluss anschließen will, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen. Ich hoffe tatsächlich, dass es jetzt von politischer Seite gelingen wird, tatsächlich die Rahmenbedingungen so hinzukriegen, dass man auch tatsächlich, sage ich mal, diese Öffnungsszenarien spielen kann. Ich merke, Sie sind alle gut vorbereitet, Sie haben Vorkehrungen getroffen, auch hygienetechnisch. Und ich hoffe wirklich, Frau Panteleon, Sie haben gesagt, Sie öffnen jetzt schon am Wochenende, Herr Bauer Friedrich, vielleicht nächste Woche, wenn es dann möglich sein sollte, wenn die Zahlen runterbleiben. Ich hoffe, dass die Zahlen wirklich so niedrig bleiben. Da muss man auch immer der Bevölkerung doch danken, die Maßnahmen annimmt, die sich größtenteils an die Regelungen hält, sodass tatsächlich wieder, sage ich mal, das Leben, das wir uns alle wünschen, wieder zurückkehren kann. Und ich hoffe, dass wir die Rahmenbedingungen dann auch entsprechend schaffen können, damit Sie wieder Ihre Arbeit aufnehmen können und dass wir alle wieder Kultur und Kunst in den nächsten Tagen und Wochen und dann auf lange Zeit genießen können. Ja, dann auch vielen Dank an unsere Gäste im YouTube-Bereich. Wir konnten sie leider nicht sehen. Als Moderatorin ist es für mich sehr schwierig, weil ich nicht vom Fernsehen komme. Die sind es gewöhnt, dass sie einfach nur die Kamera angucken. Mir fehlt der Kontakt und ich finde es auch schwierig, immer die Ansage machen zu müssen, Herr Bauer-Riedrich, dass da nicht so der Blick einfach nur reicht. Aber das wird ja alles wieder irgendwann anders. Darauf freuen wir uns und dann hoffen wir, dass wir gemeinsam im Gespräch bleiben. Und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Und in Magdeburg, wir dürfen ja sogar jetzt in den Biergarten gehen. Wir können uns ein Bier draußen holen. Das sage ich jetzt einfach mal so gemeinerweise. Ganz schön gemein jetzt.
Ja. Es sei Ihnen aber gegönnt. Wir stehen ja kurz davor. Wir geben das nächste Mal einen aus. Genau. Sehr gut. Dankeschön und dann auch Wiederhören Ihnen oder Wiedersehen Ihnen allen. Ja, vielen Dank. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Tschüss.